Der Abul Bala merkt gar nicht, was er da eigentlich erzählt. Der vernichtet seine eigene Religion, ohne sich bewusst zu sein. Ist das anders? Der Israeli ist der Israeli und der Palästinenser hat kein Recht auf Leben. Und, so und das machst du ja und das macht die Muslime nach Sure 9, Vers 5, Sure 9, Vers 29 und. Alles kann man den Abul Bala so den Spiegel vorhalten. Das ist Wahnsinn, ist das. Alles, was er sagt, kann gegen ihn verwendet werden, der Abul Bala. Der ist sich gar nicht bewusst, was er da sagt. Total unter Mind Control, der Typ. So wurde das die gesamte Zeit bis jetzt immer vollzogen. Zahlreiche UNO-Resolutionen hat Israel einfach mit den Füßen getreten. Sie haben sich nicht daran gehalten. Und hat sich denn Mohammed an die Verträge gehalten? Er hat alle Verträge gebrochen und sie, die Götzen, die da vor die Wahl gestellt. Sure 9, Vers 5. Das könnt ihr alles lesen, Tafsir ibn Kathir. Mohammed hat die Götzen, die da vor die Wahl gestellt, weil Allah und sein Gesandter die Schnauze voll hatten von den Götzendienern und sie vor die Wahl gestellt haben. Sie haben den Vertrag gebrochen. Unglaublich, was Abul Bala macht. Der große Bruder Amerika stand immer an der Seite von Israel und haben zig Resolutionen verhindert, die klar waren, aber es ist ein Papiertiger, diese UNO, die nicht wirklich auch handelt, sondern nur ein Schreiben aufsetzt und dieses Schreiben dann in den Papierkorb wirft. Wie oft hätte Israel dafür belangt werden müssen, dass sie zahlreiche UNO-Resolutionen einfach so mit den Füßen getreten haben, liebe Geschwister. Aber nein, die Palästinenser sind die Terroristen. Wenn wir jetzt fragen, und ich frage euch, was ist Terror? Was ist Terror, liebe Geschwister? Terror ist das, was dein Koran sagt in Sure 8, Vers 60, TikTok sportlich. Sure 8, Vers 60 kommt direkt aus deinem Koran, kommt der, du weißt schon. Und dazu noch die Aussagen deines Propheten, ich wurde siegreich durch Terror. Ne? Der Ursprung des Terror, ne, kommt von ihm. TikTok sportlich, ne? Natürlich ist alles TikTok sportlich hier. Der Abul Bala weiß gar nicht, wovon der da redet, der Typ, ey. Das ist absolut krass. Leute, ihr müsst das Ganze liken, bitte. 3, 2, 1, jetzt. Alle zusammen. Jetzt alle zusammen, ihr Lieben. Mir sagen, das ist, wenn man unschuldige Menschen tötet, insbesondere Frauen und Kinder. Ihr werdet mir sagen, Terror ist, dass man Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Terror ist, dass man Leute zu Innenrecht einsperrt und erniedrigt. Das wird seit 48 bis jetzt mit den Palästinensern gemacht. Nein, das wird seit 1400 Jahren von Mohammed und den Sahaba praktiziert. Er hat doch gesagt, ich wurde siegreich durch Terror. Der ist heftig, der Abul Bala, ne? Der vernichtet gerade mit jedem Satz seine eigene Religion und seinen Propheten. Unglaublich, ne? Das ist der Wahnsinn, ist das, Mann. Absolut, was ist denn Terror? Der sagt, was ist Terror? Und dann sehen wir auf einmal, dass sein Prophet gesagt hat, ich wurde siegreich durch diese Sache. Mein Gott sagt in Sure 8, Vers 60, dass es direkt aus dem Koran kommt. Wisst ihr noch, als ich mit Abu Naji geredet habe, wo ich gesagt habe, der Dings kommt direkt aus dem Koran? Er sagte, ja, ist richtig. Um die Leute in Schrecken und Angst zu versetzen. Wahnsinn, ne? Das ist auch... Mohammeds Aufgabe gewesen. Wo ist da... der Terrorvorwurf an diejenigen, die das mit den Palästinensern veranstalten. Wo? Habt ihr einmal gehört? Ganz gleich wo. Das ist ja nicht nur hier. Das ist in den ganzen Ländern. Wo habt ihr gehört, dass dieses Land mit Terror regiert?
Das habt ihr nicht gehört und werdet ihr auch nicht hören. Liebe Geschwister, zur Geschichte Palästins, Palästina sollten wir eins wissen. Ihr wisst, es war der große Weltkrieg, der zweite Weltkrieg. Und in diesem Weltkrieg wissen wir, was mit den Juden gemacht wurde. Als dieses mit den Juden veranstaltet wurde, mussten die Juden zuschauen, wo sie jetzt hingehen, damit sie ein menschenwürdiges Leben auch irgendwo genießen können. Und so hat man ihnen mit Hilfe des Westens dazu verholfen, nach Palästin zu gehen. Warum? Weil die Europäer und die Amerikaner waren nicht bereit, die Juden mit offenen Armen aufzunehmen. Nein, sie wollten sie nicht. Also haben sie gesagt... Nein, Abulbada, das hat nichts damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass Gott sein Volk wieder ins verheißene Land geführt hat. Und damit sich auch die Prophetie erfüllt hat. Der Abulbada versteht nicht, dass Gott sein Wort ja behält und Prophezeiungen sich auch erfüllen. Als Israel den Staat gegründet hat, wo Gott selber sagt, ihr werdet zerstreut und ich werde euch alle wieder ins Land, in das verheißene Land wieder zurückführen. Und das ist geschehen 1948. Gott hat sein Wort gehalten und die Juden sind wieder in ihr Land zurückgekehrt. In das verheißene Land, was rechtmäßig ihnen gehört. Sogar laut Sure 5, Vers 20 bis 22. Allah sagt, dass das ihr Land ist, nicht den Palästinensern. Unglaublich, Mann. Irgendwohin, weit weg von uns, aber da sollen sie dann wirklich in Sicherheit leben. So hat das Ganze angefangen. Also, die Araber haben damals schon gelebt in Palästin, die Palästinenser, und haben auch vorher schon jüdische Nachbarn gehabt, bevor die Juden dorthin gekommen sind. Und als die Juden dorthin gekommen sind, liebe Geschwister, so hat man sie freundlich empfangen. Das, was wir kennen. Das, was wir kennen. Freundlich wir empfangen. Wir kommen noch zu Antisemitismus. Wer der Antisemit ist. Ja, du bist doch der man Antisemit. Hat sie freundlich. Guck mal, wir kommen noch zum Antisemitismus. Der Islam ist die größte antisemitische Religion, die es gibt. TikTok sportlich. Abulbala, ihr habt in eurem Buch, dass man Juden und Christen unterdrücken soll. Er ist bekloppt, der Abulbala. Der ist völlig durch, Mann. Sein Buch ruft dazu auf, Juden und Christen zu unterdrücken, TikTok sportlich. Und dann kommt er und stellt sich in eine Opferrolle, das kannst du gar nicht ertragen, was er da sagt. Hör dir doch mal an, Abulwala, was dein Sheikh Mohammed Salih Al-Munajjid sagt. Fatwa Nummer 13.759. Guck mal, wie faschistisch, pass mal auf. Der Islam hat uns verboten, von dem Geschirr der Juden und Christen zu essen. Es sei denn, es besteht ein Zwang, das zu tun. In diesem Fall müssen wir zuerst das Geschirr gründlich waschen. Das ist Allahs Gesandter wurde nach dem Essen und nach dem Essen der Juden und Christen gefragt. Er antwortete, falls ihr Muslime anderes Geschirr als das von den Juden und Christen findet, benutzt es nicht. Falls ihr nichts anderes findet, dann esst davon, aber wascht es zuerst gründlich. Sahih al-Bukhari 50-56 und Sahih Muslim 35-67. Der Islam hat uns verboten, ähnlich wie die Ungläubigen zu kleiden oder ähnlich wie sie zu essen und zu trinken. Denn wir sind die Überlegenen und die Ungläubigen sind die Unterlegenen. Siehst du, wie der Islam den Muslimen dieses Herrenrassengefühl gibt, wie damals NS-Zeiten. Und deswegen hat auch der Großmufti von Jerusalem, dieser Palästinenser, hat den Heinrich Himmler ja begrüßt. Die sind ja Brüder im Geiste, Mann. Sie haben denselben Feind, Mann. Und dann, wenn Israel sich auf einmal wehrt, heißt es, Israel ist ein Kindermörder. Ist unglaublich, was die Welt hier macht. Sie haben so ein krankes Auffassungsvermögen. Amir al-Husseini, genau so sieht's aus. Das sind Brüder im Geist. Habt ihr gesehen, wie die zusammen beten, die NS-Leute und die Muslime? TikTok sportlich. Sie haben einen gemeinsamen Feind und das sind die Yahud. Unfassbar. Unfassbar. Und guck mal, was der Sheikh Mohammed Salih Al-Munajjid sagt. Das ist der Sheikh von Abulbada. Dagegen ist Abulbada so ein winziger Staubkorn gegen ihn, den ich gerade zitiere.
Denn wir sind die Überlegenen und die Ungläubigen sind die Unterlegenen. Die Überlegenen ahmen nicht den Unterlegenen nach. Allahs Prophet sagte, hat denjenigen, der die Ungläubigen nachahmt, die Hölle versprochen. Jetzt, pass auf, unser Prophet Muhammad hat uns befohlen, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, TikTok-sportlich. Wenn wir in der Lage sind, sie in ihren Ländern zu erobern und sie vor die Wahl zu stellen. Die Muslime werden euch eines Tages vor die Wahl stellen. Das ist Islam. Das ist 1400 Jahre Islam. Menschen vor die Wahl zu stellen und sie zum Islam zu bringen. Komm nach Berlin, ey, geh bitte raus, raus, raus. Ich möchte so ein Blödsinn nicht reden. Ja. Komm nach Berlin. Komm, geh du zum Herrn Jesus Christus. Was für in eine Stadt kommen, Mann. Könnt ihr das fassen? Die ganzen TikTok-kleinen Kinder hier drin, diese ganzen TikTok, egal wer das gerade ist, diese ganzen Leute, die Dauer hier drin machen, egal welche Namen das sind. Im Gegensatz zu ihm sind sie alle so ein Staubkorn gegen Sheikh Mohammed Saleh al-Munajjid. Das ist unglaublich. Unglaublich. Da siehst du, mein lieber Muslim, der du mir gerade zuhörst. Du darfst dich also nicht wundern, weil Mohammed gegeben hat und Allah das von euch verlangt, dürft ihr auch nicht wundern, dass es Menschen gibt, die euch aufgrund eurer Religion bekämpfen und unterdrücken werden. Weil ihr das in euren Schriften habt. Das müsst ihr verstehen. Wenn ihr das versteht, dann kommt ihr auch raus aus dem Islam und dann gibt es nur noch eine Handvoll Muslime, die Allahs Wort ernst nehmen. Wenn du also drauf stehst, dass die Juden oder Andersgläubigen dich unterdrücken, dann darfst du kein Muslim sein. Ganz einfach. Dann darfst du kein Muslim sein, weil du hast es in deinen Schriften. Das ist das. Und ich spreche die Wahrheit dir aus, auch wenn sie dir nicht schmeckt. Unser Prophet Mohammed hat uns befohlen, gegen die Ungläubigen zu kämpfen, wenn wir in der Lage sind, sie in ihren Ländern zu erobern. Die neue Weltordnung stimmt das. Hier, Leute, Sahih al-Bukhari 3289. Sahih al-Bukhari 3289. Gott segne dich für deine Beleidigung, Yip King. Ist es jetzt wieder okay? Könnt ihr mich hören? Ja, ihr habt ja gerade gesehen, dass der Typ da gegähnt hat, also diese komischen Genzeichen gemacht, der Emoticons. Der Prophet sagte, Genen ist vom Satan und wenn einer von euch gähnt, sollte er sein Genen checken und seinen Mund zuhalten. Denn wenn er das nicht macht, Satan lacht ihn aus. Haha, guck mal, der ist am Genen. Heftigste! Satan will laugh at him! Und man darf auch nicht so machen. Das darf man nicht machen, sonst lacht der Satan dich aus. Doch! Sahih Bukhari 3289.
Mariam! Und das habe ich gerade vor mir, das mit dem Genen, ja. Also, und zwar hier, da sagt, etefeubu mine Shaitan, also das Genen ist vom Satan. Ja. Das heißt, wenn also einer von euch geht, soll er es so weit wie möglich zurückhalten. Und dann sagte er, dann einer, wenn von euch ha sagt, so also versucht halt zu gehen, lacht der Satan. Ja. Ja. Ja, das stimmt, genau. Also du sagst keine Märchen, das steht einfach so, ja, im Hadith. Ja, seht ihr? Also alles, was ihr sagt, kann gegen euch verwendet werden. Ganz genau. Ja, ihr seht, ihr dürft niemals so machen. Oh, weil dann lacht so Satan euch aus. Das sagt Mohammed. Meine Frage ist, stand er unter schwarzer Magie, als er das euch mitgegeben hat? Ihr schwebt in allergrößter Gefahr, Muslime. Ihr schwebt in allergrößter Gefahr. Ihr werdet in die ewige Hölle reingehen. TikTok sportlich. Lächerlich, einfach lächerlich. Ja, so ist das. So ist das. Jetzt muss ich selber total gehen. Wie geht's dir, Mariam? Ja, sehr gut. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ja, schön. Wenn der Herr Jesus Christus da ist und mit mir, ja, dann alles gut. Alles gut. So, ich mach jetzt weiter und reagiere auf Abu Bala. Du kannst hier drinnen bleiben, ja, falls was ist. Dann kann ich sagen, schlag das bitte auf und lies uns das bitte vor, ja? Alles klar. Okay. Und wir kommen noch zu Antisemitismus. Wer der Antisemit ist? Man hat sie freundlich empfangen. Da, wo der Westen sie getötet hat, vertrieben hat, geschändet hat, haben die Araber sie aufgenommen. Wer ist der Antisemit? Oh. Wer ist der Antisemit, frage ich. Oh. Und nicht nur das, liebe Geschwister. Man hat sogar den Juden einen Rückzugsort genehmigt. Sie hatten einen Rückzugsort in Palästina. Wer? Die Juden. Und dann fing es an. Sie wollten mehr und mehr und mehr. Das Land hat ihnen immer mehr gefallen. Und so haben sie mit Hilfe des Westens jetzt ein Land unter ihrer Macht. Und die Palästinenser, denen Palästina gehört, ihr müsst jetzt mit einer Lupe schauen, wie viel ihnen von diesem Land verblieben ist, indem sie von 48 bis zur heutigen Zeit. Habt ihr das gerade gehört? Der Abul Bala findet das also ungerecht, dass man anderen ihre Länder wegnimmt. Deswegen muss man Abul Bala immer wieder fragen, wenn du ein Problem hast, dass Israel den Palästinenser ihr Land weggenommen hat. Warum hast du kein Problem damit, dass Khalid ibn Walid die Länder angegriffen hat und ihnen ihre Länder weggenommen hat? Der Abul Bala ist fertig mit den Nerven, der Typ, ohne Spaß. Der ist so ein ungerechter Mensch, der Abul Bala, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er stellt sich in die Opferrolle, obwohl er selber der Täter ist mit seiner Religion. So krass ist das Ganze. Guck mal, jetzt machen die ganze Zeit Gene, ne? Terror, ja? Terror. Terror, ja. Wie ist der Staat entstanden? Ja. Sagt es mir. Berichtet darüber, wenn ihr ehrlich seid. Ja, berichte mal darüber, wenn du ehrlich bist. Ja, mach du mal. Nur ein heuchlerisches Mittel, um Ziele zu erreichen. Aha. Wenn ihr sie wollt, ja. Und wenn ihr sie nicht wollt, dann wollt ihr sie nicht. Genau so sieht's aus. Sobald die Muslime die Oberhand haben, jetzt sind sie noch heuchlerisch unterwegs und sagen, nein, das ist gar nicht so, unsere Religion ist eine friedliche Religion. Sobald sie aber die Oberhand haben, dürfen sie... Mariam? Ja? Geh mal bitte auf altafsir.com. Ja. Sura al-Muhammad, Sura Muhammad. Muhammad. Sura 47.
Ja. Vers 35. Ja, okay. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوان والله معكم ولن يترككم أعمالكم. Das heißt hier, das sagt und ruft nicht zum Frieden. Also werde also nicht schwach und ruf nicht zum Frieden, während du der also wenn du die ja, Oberhand haben wirst. Genau, die Oberhand haben. Mariam, lies uns mal bitte die Tafsir von Ibn Kathir dazu vor. Was sagt er dazu? Ja. Ibn Kathir. Ja. Okay. Ich nehme Ibn Kathir, was sagt ruft nicht zum Frieden. Das ist eine heftige Ansage, wirklich. Ich mache das mal mit. Moment, ich lese gerade noch. Ja, und er sagt hier ganz unten, Inna Allah la yaghfiru an yushrik bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat An-Nisa 48. Falamma nazalat kaffafna 'an al-qawli fi dhalika, fa kunna nakhafu 'ala man asaba al-kaba'ira wa al-fawahisha wa narju liman lam yusibha. Also das heißt, Gott vergibt niemanden, der ihm etwas beigesellt, aber er vergibt alles andere als das, was wem er will. Also er vergibt halt zum wem er will. Surat An-Nisa 48, ja. Als es offenbart wurde, hörten wir auf, darüber zu reden, denn wir fürchteten und diejenigen, die wir haben, schwere Sünden und Unständigkeiten begangen. Und wir haben auf diejenigen gehofft, die sie nicht begangen haben. Und weiter, da sagt er, ثم أمر تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر لهم. This is also sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist er sehr lang, der Tafsir? Ja, sehr lang, mein Lieber. Deswegen. Sehr viele Seiten sind das, ne? Das ist eine ganze Seite komplett. Aber das ist ein wichtiger Teil, wo Ibn Kathir das erklärt, das ist das. Ja, genau. Er erklärt gewiss denen, die ungläubig waren und sich vom Weg Gottes abwandten und dann starben, während sie ungläubig waren, Gott wird ihnen niemals vergeben, wie der Allmächtige sagt. Wahrlich, Gott vergibt nicht, wenn Böses begangen wird, und er vergibt alles andere als das, wenn er will. Das heißt, diese Ungläubiger wird er niemals vergeben. Auch wenn du stirbst, auch als Nicht-Muslim, Kafir, er wird dir niemals, also du wirst in ewigem Feuer landen. Hier steht das. Und ganz unten noch, also der ist ganz lang. Und er sagt hier also, und ruf nicht zu Frieden. Ich tue gerade das Wichtigste rausholen, ne? Ja. Also ihr und werdet nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, während sie überlegen. Das heißt, im Zustand ihrer Überlegenheit gegenüber ihrem Feind. Das heißt, ihr werdet auch, also sozusagen, da will ich sagen, dass man kein Mitleid hat mit dem Feind, ja? Ja. Auch wenn sie zum Beispiel zum Frieden rufen oder die möchten Frieden machen, also es gibt keine Diskussion. Jeder will damit sagen, es gibt keine Diskussion, kein Frieden.
فإما إن إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين فإن المقدس نقدر نصف ولا حرب بينهم أجابهم وقالوا وصلت على ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم، ولهذا قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم. Da sagt hier und er stellt den Kampf zwischen euch und den Ungläubigen in den Zustand eurer Stärke und eurer großen Zahl und eurer Zahl. Und aus diesem Grund sagte er, werdet also nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, solange ihr überlegen seid im Zustand ihrer Überlegenheit gegenüber ihrem Feind. Genau, das ist jetzt das Wichtigste, was ich rausholen konnte. Ja. Das sind, wie viele Seiten ist dieser Tafsir, Mariam? Das ist eine Seite. Aber da gibt es ja unten, du musst ja runterscrollen, da gibt es ja mehrere Seiten. Seite 1, 2, 3, siehst du das? Mein Lieber, ich sehe gerade von tafsir.com, wo ich bin, ja, habe ich den Tafsir von Ibn Kathir aufgeschlagen, dann kam einfach so eine Seite, das war's. Ich dachte, okay, da waren ja nicht. Guck mal bitte im Englischen, geh mal bitte auf englische alim.org. Mhm. Alim? Ja, einfach Tafsir Ibn Kathir. Und dann kommt schon alim.org. Ja. Mhm. Es gibt kein Tafsir Ibn Kathir in Deutsch. Oder beziehungsweise gibt es, glaube ich, schon, aber das ist nicht alles akkurat übersetzt worden. Das sind nur ganz kleine Teile. Und im Englischen findest du ein bisschen mehr als nur im Deutschen. Ja, mache ich. Ich guck mal, Tafsir zu der 47, also Sura 47. Vers 35. Ja. Ali. Ja, da sind die Suren auf Arabisch und gleich auf Englisch noch dazu unten übersetzt. Ganz wichtig hier, فَلَا تَهْنُوا أَوْ تَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكْ أَعْمَالَكُمْ. Da steht aber zu der Englisch. Ja. Mhm. So, do not lose heart and beg for peace while you are superior. Allah is with you and he will never deprive you of the reward of your deeds. Allah then informs about those who disbelieve, abstract others from the path of Allah, oppose the messenger and contend with him, and revert from the faith after guidance has become clear to them. He indicates that those people can never harm Allah in the least, and rather they only harm themselves and become losers on the day of resurrection. He will nullify their needs. Allah will not reward them even the weight of a mosquito, the smallest things, for any good that they did before their apostasy. That would instead totally
destroyed. Their apostasy web wipes away their good deeds entirely. Just the good deeds would normally wipe away the evil deeds. Imam Ahmad ibn Nasr al-Mawarzi reported in Kitab al-Salah, the Book of Prayer, that Abu al-Alaya said, the Prophet's companions used to think that no sin would harm a person who says La ilaha illallah. Just as no good deed would benefit a person who joined partners with Allah, so Allah revealed it. Mariam, Mariam, du kannst das, du kannst diese Passage, ich habe die schon längst gefunden. Du liest ja das Hast Ganze du vor, du musst es gefunden? eigentlich sofort. Ich habe das schon gefunden, ich Ja, schicke ich es dir mal bin. auf. Warte ganz kurz. Ja, ich bin bei alim.org auch Ah, gelandet. bin ich auch, Keine bin ich Ahnung. auch. Ich habe genau die Stelle gefunden, die ich auch brauchte. Hier sagte Ibn Kathir Folgendes: Verliert Ja, wo? also nicht Das heißt, in der andererseits die Ungläubigen als Muslime. Oh, Amir, du hängst. Lieben, hört ihr ihn das? Ich höre ihn gar nicht, der hängt. Ich verstehe kein Wort. Amir, du hängst brutal, Jetzt wieder hören. ja. Du siehst also, das ist der Zustand der Muslime. Und der Imam kann sowohl dann auch diesen Friedensvertrag mit den Muschrikin oder beziehungsweise mit dem Feind, das sind ja die Ungläubigen dann in dem Moment, also TikTok sportlich, da kann er einen Vertrag eingehen, aber solange sie die Unterzahl sind, und das ist es, was die Deutsch, also die Muslime hier in Europa praktizieren. Und so heißt es weiter, wenn er der Meinung ist, dass dies einen Nutzen für die Muslime mit sich bringt, dies ähnelt dem, was der Gesandte Allahs tat, als die Ungläubigen ihn daran hinderten, Mekka zu betreten und ihm einen Vertrag anboten, in dem alle Kämpfe zwischen ihnen für 10 Jahre eingestellt würden. Folglich stimmt er dem zu. Allah sagte dann, und Allah ist mit dir, dann dies enthält die gute Nachricht vom Sieg und Triumph über die Feinde, siehst du? Und er wird dir niemals die Belohnung für deine Taten vorenthalten. Das heißt, Allah wird deine Taten niemals ungültig machen, sie zunichte machen oder dir sie vorenthalten, sondern er wird dir deine Belohnung vollständig geben, ohne jegliche Reduzierung. Und Allah weiß am besten. Ibn Kathir sagt mit anderen Worten, dass wenn die Muslime sich in einem Zustand der Minderheit befinden, sie ganz ruhig sein sollen, wie damals Mohammed. Aber in Zeiten der Stärke sollen sie die Muschrikin und die Kuffar vor die Wahl stellen. So heftig ist das. Das ist das. Hallo? 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 Was geht? Nicht spielen, ne? Gott segne dich und deine Familie. Alles gut? Ja, wie kann ich dir helfen? Ah, ich bin Necho, lo, deine Friseur. Was? Necho, in Offenburg. Ach, nee. Necho, wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei dir.
Komm vorbei einmal. Sehr schlecht. Also heute ist die Internet irgendwie... Ja. Only for adults, please. Wer ist jetzt dabei? Keine. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut, ihr Lieben. Genau, hier. Tippen. Was ist los mit euch, ihr Lieben? Seid ihr eingefroren, oder was? Euer Dr. Scherabomi muss wieder in die höchsten Ringe rein. Mit euch zusammen. Mr. Hetzman. Hallo. Ex-Muslim. Du bist ein Kind. Wie geht's dir? Du bist 12. Ich bin nicht. Meine Stimme ist komplett weg. Ich kann nicht mehr. Ja, ich begrüße euch zu den Nachmittagsnews mit Dr. Sheikh Abu Amir. Hier live aus dem Hetzmobil. Wir wollten weiterhin live reagieren auf Allahs wundervolle Art und Weise, seine Realitätsverluste an den Tag zu legen, nochmal kurz zu offenbaren, ne? Um darauf mal einzugehen. Willkommen zu den Hetz. Was ist das? Keller. Da ist er ja. Wer ist das? Was macht ihr da? Wir zocken. Was macht ihr da? Need for Speed zocken. Hä? Das Auto. Ich nix verstehen. Bist du nicht der von YouTube? Ich nix verstehen. Hamza, hier, guck mal. Hamza, guck mal, Stummschaltpaket für dich, Hamza. Gott segne dich, Hamza, aber du musst ein Stummschaltpaket bekommen. So, wir wollen weiter hören, was der Abu Bada zu sagen hat mit seinen Realitätsverlusten. Wollt ihr? Und wenn ihr sie nicht wollt, dann wollt ihr sie nicht. Die Araber haben sie mit offenen Armen empfangen und haben ihnen dieses und jenes Land auch gegeben, aber mit der aber, Zeit haben... Aber vorher haben sie ihnen das Land weggenommen und dann haben sie es wieder zurückgegeben. Was ist das für eine Logik? Es ist nicht mehr normal, ehrlich. Der Mohammed hat einfach den Juden ihr gelobtes Land weggenommen in Medina. Und hat er einfach schön die Araber dort wohnen lassen und hat die alle aus ihren Wohnstätten vertrieben. Wundervoll! Die alles übernommen. Bis jetzt die Palästinenser nichts mehr tatsächlich unabhängig kontrollieren von ihrem eigenen Land. Von ihrem eigenen Land. Warum? Weil, wie gesagt, der Westen, liebe Geschwister, er hatte nicht vor, die Juden aufzunehmen. So haben sie sie dorthin geschickt, wo sie nichts mit der ganzen Sache zu tun hatten. Aber haben ihnen gleichzeitig auch diese... Früher gab es kein Israel auf der Karte. Ja, der Herr hat ihnen doch das gelobte Land gegeben, ob jetzt auf der Landkarte oder nicht. Sie haben ein Teil des Landes dort für sich, weil Gott, der Herr, ihnen das gegeben hat. Und da kann keiner hinkommen und ihnen das wegnehmen. Das ist ihr Land, ihr verheißenes Land, was Gott ihnen zugeschrieben hat, Mann. Du kannst doch nicht gegen Gottes Volk vorgehen. Das macht nur der Teufel. Und deswegen ist der Jibreel, wie ich euch das gerade eben gesagt habe, der Feind der Juden. Pass mal auf. Enemies of the Jews. Guck mal, hier, gib das mal ein. Enemy of the Jews. TikTok Sportlink. Sportlink. Of the Jew.
Gabriel ist einfach der Feind der Juden. Gabriel. Der Engel Gabriel ist der Feind der Juden. Ja, sag mal, geht's hier noch hier oben? Funktioniert noch hier irgendetwas? Hallo? Hast du mich? Ja. Ich wollte fragen, aus welchem Land du kommst. Ich komme aus Iran, aber du bist zu klein, Mann. Ich muss den raus tun, sonst wird der Stream gesperrt. Ja, sobald man mit solchen jungen, kleinen Kindern redet, dann wird der Stream gesperrt. Köpfe kannst du, weiß ich schon, wie du den nennen kannst, ne? Eliedi. Herr Jesus Christus, dich und deine Familie segnen, dass du mich Hund nennst. Das macht nämlich ein Christ. Und ein Teufelsdiener wie du beleidigt. Und jetzt geh Stummschaltpaket. Nein, anhand der Stimme erkennt ja dieses System, dass sie zu jung sind. Ja, er beleidigt mich als Hund und ich segne ihn und seine Familie. Das müsst ihr euch mal geben, wo wir angekommen sind. Sie beleidigen, wir segnen. Ja. Ich liebe deine Streams. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wo ist Dünndarm 36? Ja, der treibt sich bestimmt hier irgendwo rum, ey. Ihr seht also, dass dieser Engel Gabriel nichts mit dem Engel, also dieser Jibril nichts mit dem Engel Gabriel zu tun hat, weil der Engel Gabriel nicht die Juden hasst. Das ist doch das Volk Gottes. Seit wann soll denn ein Engel das Volk Gottes denn hassen? Das ist doch Quatsch. Ja, was soll ich denn machen? Nasenspray ist nicht gut. Ich hab Nase verstopft, ey. Die ganze Zeit hier, weiß ich nicht, schiefe Nasenwand, ey. Immer wieder schwellt das hier an. Deswegen versuche ich das immer abzuschwellen durch dieses blöde Nasenspray. Eigentlich müsste ich meine Nase operieren, aber ich habe Leute da gefragt, die meinten zu mir, mach das besser nicht, dann wird das noch schlimmer. Bin Muslim geworden wegen den 72 Jungfrauen. Ja, hast du sehr gut gemacht. Du hast dich für eine 72-jährige Jungfrau entschieden. Du kriegst nicht 72 Jungfrauen, sondern eine 72-jährige Jungfrau. Eine verschrumpelte alte Frau. Und weißt du, welches Lied gespielt wird? Wenn du in Himmelreich angekommen wirst, das Lied wird gespielt. Pass auf. Wenn du die Hudel Ain siehst, dann wird dieses Lied von Allah gespielt. Guck mal her. Ja, das ist der offizielle Song, wenn die Muslime im Himmelreich eintreten werden. Wartet. Schäm dich wofür? Du solltest dich schämen, mit so 72 Jungfrauen zu kommen. Und das ist der Song, den ihr bekommt. Yo, I don't think we should talk about this. People might misunderstand what we're trying to say, you know? That's a part of life. Das ist der Song, den ihr hören werdet. Dann werden die Hudel Ain sagen, let's... Das ist der offizielle Song, wenn du in Himmelreich von Allah kommst. Let's talk about let's talk about you and me. Breaking News! Ihr werdet eure 72-jährige Jungfrau bekommen!
Das kannst du keinem erzählen. Du kannst das nur so ertragen, ehrlich. Wie verrückt ist das Ganze denn bitte? Wie verrückt ist das Ganze denn bitte? King fängt schon an, Jan. Ey, du bist krank, der an sowas glaubt, ey. Du musst wirklich nicht mal alle Tassen im Schrank haben, dass du glaubst, dass wie Hugh Hefner im Himmelreich ist und auf dich am Warten ist und sagt, hey, mein lieber Muslim, du hast dich sehr gut entschieden. Geh bitte schön mit deine 72 Jungfrauen. Ich mach dir schon mal dein PNIS fett und so lang wie eine Palme, damit auch hier die Jungfrauen und Jungfernhäutchen du zerfetzen darfst. TikTok sportlich. Wer kann an sowas glauben, Mann? Du musst aufwachen, Mann! Lass mich doch nicht hier ausrasten, schon wieder diese Hetzmobile. Da musst du alle Alarmglocken hier angehen. Der Herr Jesus Christus sagt, es ist das Himmelreich wird wunderschön sein und da gibt es kein Heiraten noch Verheiraten oder Essen oder was. Und auf einmal in Allahs Himmelreich Bäche voll mit Alkohol, Frauen, Jungfrauen und hier Essen und sowas. So wie in Valhalla. Alhamdulillah, ja genau, Alhamdulillah. Nimm doch meine Anfrage an, Junge. Wenn du so sprichst, dann nehme ich überhaupt nichts an. Sei nett und höflich und dann nimmt man dich auch an. Ja, Amir. Erstmal warst du Oscar-Gewinner. Jetzt bist du Breaking News-Macher. Ja, sag mal, du, was machst du? Bist du Multicasting? Ja, na sicher, hallo. Multitasking, ich bin ja Deutschland sucht den Super-Chef, ich bin Dr. Chef Automobil, ich bin Moderator, ich bin alles in einem. Ja. Der Transporter, aber, was du möchtest. Aber dieses Breaking News, das passt oder nicht, hast du gesagt, das oder? Das ist so heftig, ne? Das passt so perfekt zu mir, ne? Breaking News. Dr. Chef Automobil hat wieder was zu erzählen. Ja, krass. Bruder, du hast jetzt hier noch mehr Feinde, weil du diese Musik gemacht hast, sehe ich gerade. Die haben hier alle komplett durchgedreht. Ja. Aber ja. Da musst du dir mal vorstellen, sie hassen das, was ich mache und eigentlich hassen sie das, was Allah ihnen verspricht. Weil es ist nichts anderes. Let's talk about you and me, let's talk about SEX. Es ist nichts anderes. Diese Religion besteht nur aus SEX. Ja. Oh Mann, du musst dir mal vorstellen, was die Muslime zu Ramadan fragen. Du musst dir mal vorstellen, was die Muslime zu Ramadan fragen, was SEX angeht. Da kriegst du das Grauen. Aber du weißt ja, dass ich ja, du weißt ja, ich bin Alevite, ne, ich sehe mich selbst als Muslime, okay, viele andere sehen das nicht so, aber ich meine, ich sehe ja trotzdem, wenn ich mit dir spreche, ich komme ja trotzdem tolerant rüber, oder nicht? Sei mal ehrlich. Ja, ne, nicht jetzt so aggressiv. Ja, du bist ja auch Alevite, du hast ja mit dem Islam nichts zu tun. Ja, in dem Sinne sagst du das ja. In dem Sinne sagst du das. Aber ich glaube trotzdem an unseren Gott. Das ist nicht die Aussage von. Das ist doch nicht die Aussage von Dr. Sheikh Abu Amir. Das ist die Aussage der Konsens der Gelehrten. Ihr seid Kuffar, seid ihr, Mann. Ihr alle bieten für die. Richtig. Das stimmt, das, was du sagst. Richtig, genau. Aber. Also siehst du, warum sagst du, dass ich irgendwas Falsches sagen würde? Du siehst, dass die Gelehrten sagen, ihr seid Kuffar. Ja, in dem Sinne sagen die das, aber ich für mich zum Teil, also für meinen Teil sehe ich mich als Muslime in dem Sinne, verstehst du? Für sie, das ist mir egal, was sie dann denken. Das ist mir egal. Aber es ist schade eigentlich, dass sie so denken über Aleviten, weil wir sind ja schlussendlich alle Menschen. Ja, ich habe eine Verbotverwandte. Immer das Gleiche hier. Ja. Let's talk about that day, let's talk about you. Das ist krass. Ich habe herausgefunden, zum Beispiel in Sure 33, Vers 50, dass Mohammed vor allen anderen Menschen mit 20 Privilegien belohnt wird von Allah. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und in Punkt 10 findest du dann im Tafsir von Al-Qurtubi, dass er, wenn er seine Augen auf deine Frau fällt, dann musst du dich scheiden lassen, damit Mohammed mit dir schlafen darf. Ist das okay? Bruder, guck mal, ich bin kein Gelehrter. Ich kann darüber nicht sagen, aber ich weiß, dass der Islam eine wunderschöne Religion ist und Alhamdulillah bin ich Musliman und leider weiß ich auch nicht so viel. Was ist denn so wunderschön am Islam? Bruder, ich guck mal, ich sag dir ehrlich, ich kann mich gar nicht, also ich weiß nicht, was ich mich... Ja,
Aber wie kannst du denn einer Religion angehören, wenn du einfach sagst, ja, das ist eine wunderschöne Religion und du selber nicht weißt, warum das eine schöne Religion ist? Wie, warum das eine schöne Religion ist? Bruder, was ist denn, was bist du denn für eine Religion? Ich bin gar keine Religion, ich folge dem lebendigen Gott Jesus Christus nach. Der da ist Gott, der Allmächtige, der uns die Liebe in Person geoffenbart hat. Verstehst du? Aber wenn Jesus Gott ist, ne? Wenn Jesus Gott ist, wie kann er dann auf der Welt erschaffen? Wie konnte er dann da sein? Wie hat man ihn dann gesehen? Der Jesus Christus ist nicht erschaffen, er war schon in Ewigkeit da. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kannst du bitte nicht so schreien? Wir sind doch gerade in einer normalen Unterhaltung, oder? Hier ist es laut, deswegen muss er ein bisschen lauter sprechen. Ach so, und aber deine Mission hier, du kannst nicht leiser sprechen, wir hören dich ganz deutlich. Also okay, weil hier ist es sehr laut und ich denke, ihr hört mich nicht. Und deine Mission auf TikTok ist jetzt, Moslems schlecht zu machen, oder wie? Nein, meine Mission ist, Dinge klarzustellen. Wenn der Islam Dinge über die Bibel behauptet, kann ich sie nur so nicht stehen lassen. Deswegen muss ich etwas dagegen sagen. Dass genauso, wenn jemand über euch Lügen erzählt, würdet ihr das einfach stehen lassen oder würdet ihr dagegen angehen? Darf ich was fragen noch? Ich habe jetzt neulich gesehen, dass eine Bibel gefunden wurde, die ist über 1500 Jahre alt und der Vatikan lehnt die komplett ab, weil es dadurch, da steht drin, dass Jesus zum Beispiel gar nicht gekreuzigt wurde. Nein, alles Fälschung, Mann, alles Fälschung. Alles du Fälschung. Hast die Evangelien in deiner Hand, du kannst jeden Tag, kannst du ins Internet gehen, wir haben den Urtext da, darin kannst du lesen, lernen und studieren. Das Wort des Herrn ist bewahrt worden, denn wir glauben nicht, dass Gott ein Hampelmann ist, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Aber die Muslime glauben daran. Bruder, ich sag dir eins, meine Religion ist meine Religion und deine ist deine. Ich finde, weißt du das, Allah? Man hat zu viel Hass. Du hast viel zu viel Hass in dir. Okay, ich habe viel zu viel Hass, okay. Man merkt das schon an deiner Stimmfarbe. Weißt du, dass Allah dir erlaubt, mit zwei deiner Schwestern gleichzeitig Verkehr zu haben? Boah, ne, ich gehe raus, ja. Ich kann mir das nicht geben. Warum bleibst du mir leid? Ich will beibringen. Aber ich kann mir das nicht geben. Du redest ja, so. Ja doch, du musst dir das geben. Kannst du deine islamische Schrift nicht ertragen? Ey, Ex-Muslim. Ja. Ist ja schön und gut, dass du deine eigene Meinung hast über diesen Islam, ne? Aber kannst das du ist nicht meine Meinung. Ich sage dir gerade, was dein Prophet gesagt hat. Gut, alles klar. Kannst du bitte den Live hier verlassen? Drinnen bleiben. Guck mal, ich habe leider nicht so viel Ahnung. Ich schäme mich. Hölle hat. Lass nicht zu, egal wer mir gerade zuhört, dass du mit dem Islam oder einer anderen Ideologie in den Tod gehst. Der Herr Jesus Christus ist der Retter. Es gibt keinen anderen Retter als ihn. Denn der Gott des Alten Testaments hat sich immer als Retter geoffenbart. Er ist der Retter und außer ihm gibt es keinen Retter. Und Jesus Christus kam in das Sein und hat seine kleinen Schafe gesucht. Er hat genau das Gegenteil von Religion getan, ihr Lieben. Ja? Religion ist ein Versuch, um auf die Suche nach Gott zu gehen und Gott zu erklären und Gott näher zu kommen. Nein, Jesus Christus macht genau das Gegenteil und sagt, ich komme zu dir, weil ich dich so sehr liebe. Ich bin dir ganz nahe. Ja, ich muss mich hier wegtun, damit ich nicht gesperrt werde. So ist das. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Islam gegenüber unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus so viel Quatsch erzählt, dass wir das so nicht einfach stehen lassen können. Kein Christ der Welt darf das einfach so stehen lassen. Und die hängen alle in ihren, wie nennt man das, in ihren Gemeinden und wollen nicht einmal darüber sprechen, dass es ein sogenanntes Buch gibt, das behauptet, von Gott zu sein und dass Jesus nur ein Prophet ist. Sie sind viel mehr beschäftigt, Kaffee zu trinken, Kaffeekränzchen am Sonntagnachmittag. Und wie das beste Gebäck ist, damit sind sie beschäftigt. Anstatt auseinanderzusetzen mit der Thematik und die Muslime aufzuklären. Nein, sie haben Schiss um ihr Leben. Da muss ich diese Aufgabe hier übernehmen. Nicht so, ich mach keinen mehr, das war Scherz. Ich hab schon gesagt, letzte Big Match, ich mach keinen mehr. Was ist das hier? Wer bist du, Alter? Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir. Ohne zu fragen, bist du einfach hier reingekommen. Ihr habt mich doch eingeladen. Schrei doch nicht! Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir. Und wer bist du?
Ex-Muslim! Ex-Muslim, wer seid ihr? Ex-Muslim! Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir, wer seid ihr? Ich bin von Ramu Ya Salame. Ex-Muslim! Ja? Wie geht's dir? Handel Jesus, mir geht's gut! Jesus? Ist der wieder ein weißer Transporter? Was? Ja, ich bin jetzt der Transporter, genau, nebenbei Jason Statham. Ich merk schon. Moment. Ja. Was seid ihr denn? Ex-Muslim, Ex-Muslim. Seid ihr Muslime? Seid ihr eure Shisha-TikTok-Muslime, ne? Ich bin Deutscher, Bruder. Ich bin Christ, ey. Ach so. Seid ihr eure Shisha-TikTok-Muslime, ne? Wir sind Christen. Nein, ich bin nicht Deutscher. Das. Ja, ich geh kaputt, ey. Diese TikTok machen mich schon verrückt, hier, ehrlich, ey. Ex-Muslim. Ja. Bist du eine harte Nummer? Nee, ich bin eine weiche Nummer. Wer ist denn eine harte Nummer? Wer ist denn eine harte Nummer? Wer? Ex-Muslim, ich hab eine Frage. Nein, ich beantworte keine Fragen mehr. Das kostet dich 87 Löwen. Ich mach die 89 Löwen raus. Ja, dann mach. Okay, Meinung zu ABK. Meinung zu ABK? Ja. Ja, der ist sehr, sehr bewandert in vielen Themen, wie zum Beispiel, welcher Döner schmeckt am besten in welchen Dönerläden. Ah, ihr Lieben, ein bisschen Lachen mit Dr. Sheikh Abu Amir tut immer gut. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der uns immer wieder die Freude ins Gesicht zaubert, wenn wir an seinen heiligen Namen denken. Amen. Gepriesen sei der Herr in alle Ewigkeiten. Seinen Namen zu loben, zu ehren und zu preisen, sei mir eine Ehre. Eine Ehre ist es mir, Herr Jesus Christus, dass ich deinen Namen überall preise, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Dein Name steht über allen Namen. Und das, was du für uns am Kreuz getan hast, war die schönste Liebesbotschaft aller Zeiten. Der größte Liebesbeweis. Ich dachte immer, dass das Herz das Symbol der Liebe ist. Und dann habe ich gesehen, dass das Kreuz das wahrhaftige Symbol der Liebe ist. Na, ihr Lieben? Wir dachten immer, dass das Herz das Symbol der Liebe wäre. Aber das Symbol der Liebe ist das Kreuz. Wo der Herr Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist für uns alle. Der von keiner Schuld kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Wahnsinn. Atemberaubend. Danke, Herr. Danke, dass wir aus Gnade leben dürfen. Herr, führe du noch ganz viele Menschen zu dir, Herr. Lasse deine Gnade an ihnen vollkommen werden, Herr Jesus. Amen. Wieso zeigst du dich nicht, Bruder Arme? Ja, geht nicht. Sobald ich mich zeige, werde ich gesperrt. TikTok hat einen richtigen Kick auf mich. Und so checken die das nicht, dass ich gerade Transporter mache. Aber ist doch nicht schlimm. Ihr hört ja meine Stimme. Ihr hört ja das, was ich sage. Ja. Ja, das, was der Herr Jesus getan hat, ist natürlich der größte Liebesbeweis. Ne? Es gibt keine größere Liebe als der sein Leben für seine Freunde gibt. Und da sagt der Jesus, ihr seid meine Freunde. Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig und ich habe auch die Macht, es wieder zu nehmen, wie ich will. Seht ihr seinen Willen? Kann ein Prophet sagen, ich lasse mein Leben und nehme es auch wieder? Welcher Prophet sagt sowas? Jesus ist nur ein Prophet, ja natürlich, klar. Jesus sagt, ich werde sterben und werde wieder auferstehen. Welcher Prophet hat sowas gesagt und hat das auch bewiesen? Kein einziger, alle sind tot. Alle. Amir, was sagst du über Trinität? Absolut biblisch. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Alle drei bilden diesen einen Gott. Sowohl der Vater ist der wahrhaftige Gott, Johannes 17,4, als auch der Sohn, 1. Johannes 5,20 und der Heilige Geist. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Das ist der Glaube, an den die Christen glauben. An den trinitarischen Gott. An den dreieinigen.
Und im Herrn Jesus Christus lebte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2,9. In ihm war die gesamte Fülle der Gottheit. Er hat sich erniedrigt. Der Sohn kam hier auf diese Erde. Ein Teil der Trinität wurde Mensch. Ja genau, das Ganze kannst du dann auch sehen mit der Zeit oder mit Materie. So sieht's aus. Ne? Raum, Zeit, Materie. So sieht das aus. Wieso wird das Christentum im Koran erwähnt und Islam nicht in der Bibel? Ja, weil Islam wird erwähnt als die schrecklichste Glaubenslehre aller Zeiten. Denn es wird eine Zeit kommen, wo sie meinen, dass sie Gott einen Dienst erweisen, wenn sie euch Nackentherapie verpassen. Da hat der Herr Jesus uns schon gewarnt vor dem Islam. Und welche Glaubensgemeinschaft macht das mit Nackentherapie? So sieht das aus. Und Galater 1,8. Wenn wir oder ein Engel im Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden, der sei verflucht. So sieht das aus. Und guck dir das mal an, in was für einer Lehre der Mohammed da um die Ecke kam. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Jesus ist nicht Gott. Es gibt keine Trinität. Er ist nicht gekreuzigt worden. Allah war ein Täuscher und hat alle getäuscht. Und hat ihr... Was? Hasspredigt? Hasspredigt? Der ist gut. Hasspredigt. Ich mache ein Praktikum bei Hasspredigt. Ich gehe kaputt, der ist gut. Hasspredigt. Hasspredigt. Hoi, Hasspredigt. Der hat noch ein bisschen ausländisch mit reingehauen, der Hasspredigt. Unglaublich, der Hasspredigt. Auch nicht schlecht, das werde ich mir merken. Ey. Gott segne dich, mein lieber Fake Berisha. Ja, nee, Feig Berisha. Gott segne dich und deine Familie. Ich bin kein Hasspredigt. Ich bin ein wahrheitsliebender Mensch. Deswegen, ich liebe Jesus Christus und mag nicht lügen. Lüge nichts gut. Und dieser Gott Allah sagt in Sure 3, 28, sage, du darfst lügen. Du darfst viel, viel Luger machen. Du darfst viel, viel Luger machen. Du darfst Kuffar anlügen. Kein Problem, bei Allah alles möglich. Mohammed sagt, du darfst deine Frau anlügen. Kein Problem, alles möglich. Du Luger. Du bist ein Luger! Dilan kommt rein, Dilan. Hallo. Hallo Dilan, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Du machst es auch gut mit deinem Entertainment. Ich will jetzt privat über mich und was ich so denke nicht, sondern ich will dir ganz kurz was mitteilen und dich ganz kurz auch was fragen. Ich habe eine Podcast-Serie gemacht über verschiedene Rassismen, aber eine Folge habe ich über Islamismus gemacht. Und ich habe eine Islamwissenschaftlerin interviewt, die eigentlich mir sagen sollte, wo liegt der Unterschied an den IS-Banden, die den Islam so ausleben, wie sie ausgelebt haben, und wo liegt der Unterschied in den Koran oder von den Menschen, die sagen, das ist nicht der wahre Islam. Weil 1:1 wird eigentlich das gemacht, weil sie halten sich ja an den Koran fest. Aber es wird falsch interpretiert. Und die Islamwissenschaftlerin hat das so wissenschaftlich und sachlich wie möglich erklärt. Und das war eines der meistgehörten Folgen, die ich hatte. Das hatte tausende Menschen haben das gehört. Und das war für mich, für meine kleine Reichweite, war das so ein Wow. Meine Frage an dich, ob du schon mal sowas gemacht hast, weil ich habe gestern zufälligerweise war ich in deinem Live und ich bin seit ungefähr einem Monat fast alle drei bis vier Tage in deinem Live. Ob du mal schon mal sowas gemacht hast, aber so 1:1 auch, weil du kannst auch, deine Quellenangaben sind gut. Ich bin nebenbei dann immer so angucken, während du zum Beispiel irgendeine Sure angibst, was genau stimmt. Und was hast du vorhin gesagt? Nackentherapie, genau. Ich muss aufpassen. Ja, ich darf das Wort ja nicht sagen, sonst werde ich hier gesperrt. Nenne ich das immer Nackentherapie.
Genau. Und ich möchte dich fragen, hast du Lust, dass wir mal vielleicht ein Gespräch, es wird natürlich ein Vorgespräch sagen, haben, wie wir das so, wie wir darüber reden können, wo du in deiner Interpretation es belegen kannst, wie zum Beispiel, was ist passiert und nach was haben sie sich gerichtet und ist es wirklich da im Koran stehen? Wenn ja, wo wurde es falsch interpretiert, wenn du denkst, dass es 100% richtig interpretiert ist? Das ist mal, weil ich habe das bis jetzt noch nirgends gesehen und ich bin mit diesem Thema seit 8 Jahren oder seit fast 9 Jahren, also seit 2014, ich bin selber Kurdin und seit 2014 bin ich Journalistin und ich bin deswegen Journalistin geworden, weil damals in Schengal und danach auch in Syrien, ne, die Kurden, also die nicht-muslimischen Kurden, dann ermordet worden sind, habe ich mich entschieden, Journalistin zu sein. Und das war der Grund und heute ist immer noch der Grund, warum ich mich damit einfach auseinandersetze. Und ich möchte einfach, dass es irgendeine Person gibt, mit der ich darüber reden kann, wo mir auch sagt, in Sure das und das steht das und das und das wurde gemacht an diesem Tag. Und ich werde dir dann, wenn es um Quellen geht, wie zum Beispiel was genau gemacht wurde, brauche ich Quellen im Koran. Und ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Warum nimmst du denn nicht die Zeit dafür, wenn dich das Thema so interessiert? Bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Warum nimmst du dir denn nicht Zeit dafür, wenn dich das Thema so interessiert? Seit 8 Jahren sagst du, bist du dabei. Du hast nicht herausgefunden, dass in Sure 9, Vers 5 die Gelehrten davon ausgehen, dass es der Schwertvers ist, dass dieser eine Vers sämtliche friedliche Verse aus dem Koran abrogiert haben. Das hast du noch nicht herausgefunden in 8 Jahren. Nee, das war, vielleicht habe ich das jetzt falsch aus. Nicht, dass ich das nicht herausgefunden habe, sondern dass das nicht in die Arbeit bringen konnte. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Dass das im Koran steht, wäre zum Beispiel nicht meine Aufgabe als Journalistin. Es wäre eine Aufgabe, als eine Journalistin wäre es was anderes. Ich habe zum Beispiel in den 8 Jahren, was ich nicht machen konnte, war genau das, was ich mit dem Podcast über Islamismus gemacht habe. Was ist der große Dschihad? Was ist der kleine Dschihad? Ich kann nur fragen. Ich kann keine Informationen rausgeben. Aber ich kann mir die Leute suchen, die die besten Informationen rausgeben können. Das Problem liegt immer daran, dass die Leute, die zum Beispiel Islamwissenschaft gelernt haben, die selber zum Beispiel aus muslimischen Familien sind, aber dem Islam auch ablehnen, so mit den Leuten habe ich ja auch gesprochen, die aber auch Islamwissenschaft studiert haben, die haben aber auch sehr oft gesagt, so direkt können wir das nicht machen. Ich habe zum Beispiel auch, also das ist halt ein Problem, wenn man als Journalist dann irgendwie in diesem Thema sich damit befassen möchte und das dann veröffentlichen möchte, dann ist es das Problem, dass man dann auch wirklich in dieser Branche dann Expertisen haben muss. So, wenn ich diese Expertisen nicht habe, dann kann ich das, dann ist es willkürlich, dann ist es nicht mehr sehr glaubhaft. Natürlich weiß ich, also wenn ich mit dir jetzt privat reden würde, würde ich dir vielleicht ein bisschen anders es erzählen, was ich natürlich weiß. Ich kann jetzt so direkt jetzt nicht sagen, ja, ich glaube oder ich glaube nicht, dass das stimmt, dass das nicht stimmt. Das wäre jetzt ein bisschen zu privat. So, aber ich bin, wenn ich da dem Thema hinterher bin, da bin ich natürlich davon überzeugt, dass es sehr viele Sachen gibt, die eigentlich sehr viel offener darüber reden müssen und nicht sehr übergeordnet wie, nein, das stimmt so nicht. Eigentlich war das zu der Zeit so gemeint, weil das so interpretiert werden muss und nach Tafsir so und so. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann das selbst nicht machen. Ich kann nur Leute finden. Und ich habe bis jetzt noch nie einen Menschen gesehen, der es sachlich und bewiesen hat und mit Quellenangaben darüber überhaupt geschrieben hat. Mir ging es eher um andere Sachen. Mir ging es nicht darum, was macht der IS mit den Kurden oder mit den Arabern in Syrien und stimmt das überhaupt, was sie da machen, sondern mir ging es damals um das andere. Ich setze eine Legitimation her, um das zu machen. Weil sie schreien ja auch Allahu Akbar. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass das irgendwelche hier Christen sind, die sagen, Handel Jesus oder Allahu, also Jesus Akbar. Das sind eindeutig Muslime. Ja, das... Ja. Nur woher nehmen Sie Ihre Legitimation und woher holen Sie das Ganze denn her? Also wie muss man das Ganze denn verstehen? Und der Schlüssel ist einfach nur in den Tafsiren. Die Koran-Kommentatoren, diese 4 Namen musst du dir merken. Das ist einmal Al-Qurtubi, Al-Tabari, Ibn Kathir und Al-Jalalain. Wenn du die Tafsire dieser 4 durchliest, weil ihre Tafsire sind ja zurückzuführen zu Muhammad. Und sie zitieren ja immer die Sahaba und Muhammad und alle möglichen, wie sie den Vers verstanden haben.
Und dann wirst du merken, warum der IS das macht, was er macht. Sie halten sich strikt an die Vorgaben, die Mohammed ihnen gegeben hat. Weißt du, was das heißt? Der Islamische Staat ist mit das Authentischste, was wir jemals gesehen haben über den Islam. Im Islamischen Staat hat sich Mohammed aus dem 6. Jahrhundert verkörpert. Sie haben Mohammed aus dem 6. Jahrhundert verkörpert. Angriffskriege geführt, Frauen erbeutet, Kinder versklavt, alles. Also TikTok-sportlich, ne? Was ist, was, dann will ich mal was fragen. Es sind ja nicht nur die Jesiden gewesen, die versklavt worden sind und die ermordet wurden. Alle, alle. Sobald du ein Muslim bist, mit einer falschen Glaubenslehre da ankommst, dann wirst du von denen platt gemacht. So wie Mohammed. Der Dull hat auch niemanden um sich geduldet. Das ist ja das Schlimme. Und es darf nicht zwei Religionen herrschen oder zum Beispiel so viele Gruppierungen und Sekten im Islam. Die werden, dann wird Takfir gemacht. Das nennt sich sowas wie auf jemanden dann den Takfir sprechen. Das heißt so in etwa wie ihn als Ungläubigen zählen und ausschließen aus dem Islam, Takfir machen. Und dann wird auch sein Hab und Gut weggenommen und seine Frau erbeutet und auch seine Kinder versklavt. So heftig ist das. TikTok-sportlich. An was richtet sich denn der IS, wenn sie auch mit Muslimen dort kämpfen? Ne, in Anführungszeichen sagen, ich weiß gar nicht, wie man mit TikTok umgeht, ehrlich gesagt. Also an was halten sie sich fest? Nicht nur an diese Nichtgläubigen? Oder gibt es da auch noch was anderes? Also, ne, ja, da so gibt es auch diese sogenannten Heuchler-Muslime, weißt du, das ist da TikTok-Sport. Und die leugnen ja einen Teil des Korans. Du siehst ja, wenn du im Gespräch mit Muslimen bist, hörst ja die verschiedensten Aussagen. Das hat mit dem Islam nichts zu tun, der IS hat mit dem Islam nichts zu tun. Das sind alles so verrückte Wahnsinnige, die den Islam falsch verstanden haben. Das sind ja alles billige Ausreden. Sobald du den Koran aufschlägst und systematisch durchgehst, deswegen steht auch über jede Sure, die du öffnest, zu Medina geoffenbart, zu Mekka geoffenbart, immer und immer wieder. Du musst also sehen, dass die Gelehrten davon ausgehen oder beziehungsweise uns erklären, dass die späteren medinesischen Verse, die gewalttätigen Verse, die frühen mekkanischen abgelöst haben. Und viele Muslime wissen das gar nicht. Da gibt es die Kunst der Abrogation und das findest du in Sure 2, Vers 106. Sura Al-Baqarah, Vers 106. Und da heißt es, wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren, einen, der ihm gleich ist. Allah macht das also ganz, ganz einfach. Wenn zwei Passagen sich widersprechen, löst die andere, die später gekommen ist, die frühere ab. Und so ist das auch mit den Gewaltversen zu verstehen. Wenn ein Gewaltvers da ist und ein friedlicher Vers, dann muss man schauen, wann kam der Gewaltvers und wann kam der friedliche Vers. Und die Gelehrten gehen davon aus, dass Sura Al-Tauba, das ist die Sura 9, die wird auch Sura Bara genannt, dass das die letzte Etappe in Mohammeds Leben ist. Und genau das praktiziert die IS, die letzte Etappe in Mohammeds Leben. So sieht das aus, damit du den Islamischen Staat kurz und bündig verstehst, warum sie das machen. Sie praktizieren die Sura Al-Tauba, das ist die Sura 9, die Reue. Weil Allah und sein Gesandter jeden Vertrag gebrochen haben mit den Götzendiener und die Götzendiener vor die Wahl gestellt haben. Und das sind nicht meine Aussagen, das sind die Aussagen von Ibn Kathir zum Beispiel. Er interpretiert das und gibt uns eindeutig Beweise, dass Mohammed jeglichen möglichen Vertrag gebrochen hat und die Götzendiener vor die Wahl gestellt hat. Denn Allah hat ihm befohlen, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und er der Gesandte ist. Kommen sie dieser Forderung nach, so sind ihr Leben und ihr Besitz vor ihm sicher. Das ist der Islam und das ist die letzte Etappe des Islam und des von Mohammeds Leben. Das war's. Letztes Jahr Letztes Jahr sagen sie das. Sie trauen sich aber nicht hier in Deutschland die Wahrheit über den Islam zu sagen, weil sonst würden die eingesperrt werden, oder nicht? Was, stell dir mal vor, jemand würde so reden wie ich, weil ich kläre ja auf. Die anderen würden ja dann die Lehre geben, verstehst du? Und sagen, ja, das, was der Amir da sagt, der hat vollkommen recht. Aber wir können die Wahrheit hier nicht äußern, sonst wird der Kuffarstaat uns einsperren. Ja, natürlich. Also in Deutschland herrscht ja nicht allgemein eine Hoheit von Meinungsfreiheit. So sieht das aus. Und deswegen sagt der Ibn Kathir in Sura 47, Vers 35, wenn ihr unter der Autorität der Ungläubigen steht oder sie die Mehrheit bilden, dann sollt ihr euch ruhig verhalten, wie Mohammed in Zeiten der Schwäche. Aber sobald ihr die Mehrheit erlangt habt, müsst ihr die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen.
Der Islam ist das gemeingefährlichste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. TikTok sportlich. Ja. Ich habe die ganze Zeit, warum ich aufkläre, warum ich die Muslime warne, weil sie werden ja selber Opfer ihrer eigenen Religion. Muslime sind die Opfer ihrer eigenen Religion, das musst du dir mal geben. Ich habe nur eine Frage an dich. Ich habe selber auch jetzt zum Beispiel über den Support der türkischen Regierung berichtet und wie das dazu gekommen ist, dass deutsche Panzer zum Beispiel über die Türkei zu den IS-Leuten da angekommen sind, wie sie damit da Kurden, ne, so dies und das. Ja, natürlich. Die Türkei, meine Liebe, du bist doch Kurdin. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Du weißt ja, dass die Türken innerlich, nicht alle, ich will nicht verallgemeinern, aber die meisten Türken haben ein Riesenproblem mit den Kurden. Sie können sich auch irgendwo gar nicht ab. Die Geschichte lässt auch niemals zu, dass sie irgendwie Frieden miteinander schließen. Ja, ich wurde ja selber. Und das Ganze ist ja auch so, dass die Türkei dann auch durch Syrien und also durch die Grenze dann die ganzen IS-Kämpfer durchgelassen hat, damit sie in Syrien und Irak die Kurden dann halt damit du halt auch weißt, also meine Wurzeln liegen auch in Afrin und da ist es ja auch so, dass wir auch sehr viele Informationen auch vor Ort bekommen haben. Ich habe zum Beispiel auch mal darüber berichtet, wie es dazu gekommen ist, wie deutsche Panzer über die Türkei in Syrien gelangt sind, in Händen von der IS. Und daraufhin hinaus wurde ich von einem in Deutschland lebenden, in Deutschland eingetragenen Verein, einem Verein in Deutschland, wo natürlich von den türkischen Politikern, sage ich jetzt mal, gehört und von denen auch direkt mit dem bedroht. Und ich habe darüber hinaus auch gar nichts machen können. Also ich konnte jetzt nicht irgendwie da rechtlich vorangehen, weil das passiert halt nichts. Das wird dann noch schlimmer sein. Aber ich möchte trotzdem immer auf dieses Thema, viele Leute vergessen, dass heute immer noch mindestens 5000, das war die Zahl noch vorletztes Jahr, 5000 jesidische Frauen immer noch versklavt worden sind. Ich möchte wissen, diese Versklavung, diese Sklaverei, so nach was richten Sie sich? Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie das Wort auf Arabisch heißt oder auf Türkisch oder auf Kurdisch. Nennen wir das gar nicht, ne? Wie werden diese Frauen genannt? Ghanimat? Heißt das auch so auf Arabisch? Weiß ich jetzt nicht. Also, dass sie das Recht haben, die Frauen, deren Männer sie ermordet haben? Also, ich stelle dir mal meine Frage explizit. Die Frauen, die den Männern gehören, die sie ermordet haben, weil sie nicht Muslime sind, die dürfen sie haben. Aber sie werden versklavt, verkauft und anders behandelt wie als normale Frauen, die sie islamisch geheiratet haben. Weißt du, wie sie versklavt worden sind, welcher Art und nach was haben sie sich gerichtet? Haben sie das 100% genau so gemacht, wie es im Koran steht? Oder ist es anders interpretiert, weil es damals halt so war? Weil viele Muslime sagen, das dient auch zum Schutz der Frau, damit sie nicht alleine bleibt und bla bla bla. Was sagst du dazu? Du siehst, meine Liebe, du siehst zum Beispiel, wenn du den Koran mal, hast du den Koran mal gelesen? Ich habe den Koran nicht gelesen. Bin auch nicht aus einer muslimischen Familie. Wenn du zum Beispiel zu Sure 33, Vers 52 gehst und Sure 4, Vers 24, siehst du, dass der Allah, der Gott des Islams, von den Muslimen verlangt, Frauen zu erbeuten und SEX mit ihnen zu haben. TikTok sportlich. Kannst du mir die Sure nochmal nennen, bitte? Sure 33, Vers 52. Mhm. Und Sure 4, Vers 24. Okay, aber diese Versklavung und mit Geld verkaufen und so weiter, darum geht es mir ja so, diese andere. Ja, das ist ja alles legitim im Islam, das ist gar kein Problem. Du kannst, wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie weiterverkaufen. Das ist die Auslegung der Fiqh-Bücher, nennt sich sowas. Da kannst du mal in die Tiefe dann studieren. Das sind dann die Auslegungen der sunnitischen Fiqh-Bücher, Auslegungsbücher. Und da wird das Ganze auch nochmal beschrieben. Aber du musst dir mal vorstellen, dass die Muslime, wenn die ein Dorf angreifen, TikTok sportlich, und darin verheiratete Frauen finden, sie vor den Augen der Männer mit diesen Frauen dann Verkehr haben. Und das ist passiert in der damaligen Zeit. Mohammed hat eine Expedition nach Autas geschickt, in der Schlacht von Hunain. Und sie haben die Feinde besiegt und die Sahaba wollten dann auch mit den Frauen Verkehr haben. Aber ihre Männer waren noch am Leben. Und dann hat Allah, der Erhabene, sagt der Vers in Ibn Kathirs Auslegung auch und in dem Hadith von Sunan Abu Dawud 21,55,
dass Allah der Erhabene, sagte dann, hat einen Vers herabgesandt und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Die Sahaba, diese Dschihadisten, haben vor den Männern die Frauen dieser Männer vergehen, du weißt schon. Und das ist legitimiert worden durch Sure 4, Vers 24, durch Allah. Weißt du, wie viele Muslime dadurch den Islam verlassen haben, weil die gesagt haben, das ist das allerletzte Dreck, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe und gelesen habe. Okay. Vielen Dank. Ja, du musst dir mal vorstellen. Du musst dir mal vorstellen, man muss mal die Muslime nur fragen. Stell dir mal vor, mein lieber Muslim. Ich komme zu dir mit einer Horde von Leuten, greife deine Stadt oder dein Dorf an, besiege dich, ich nehme dich gefangen, fessel dich und verge deine Frau vor deinen Augen. Ist das mit deiner Moral, Ethik und Anstand vereinbar? Wenn nicht, warum nicht? Dann verlasse den Islam. Verlasse den Islam und sag, dass der islamische Staat die wahre Strömung des Islams ist. Sie haben das nämlich praktiziert. Sie waren die einzige Gruppe mit Jabhat al-Nusra, Al-Qaida, genau diese ganzen Banden. Ganz genau diese ganzen Banden, die den Koran 1:1 auslegen. Und sie genau verstanden haben, was Islam bedeutet. Grausam, grausam. Was? Ja, ist harter Tobak, ne? Das hast du noch nicht so gehört, ne? Nee, das, ich habe vieles auch nicht gehört. Also ich muss sagen, vieles in der Öffentlichkeit, also intern in der Familie oder so, wie wir das jetzt zu Hause darüber reden, ist mir das jetzt kein Fremdwort. Es ist einfach für mich gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die das einfach nicht pauschal sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht den Chat verfolgt, aber so ein bisschen ab und zu geguckt, da haben mir zum Beispiel Leute geschrieben, der IS hat nichts mit dem Islam zu tun. Es gibt viele Videos, die damals veröffentlicht worden sind, wo irgendwelche Mitglieder der IS nicht mal eine einfache Sure konnten und haben gesagt, seht ihr, diese Leute haben keine Ahnung, sind drin, das die machen Blödsinn. Irgendetwas. Das ist blöde Propaganda von den sogenannten Heuchlern. Genau, die Medien entscheiden, was die Gesellschaft wissen soll und was nicht. Und wenn Mainstream, seitdem wir Social Media haben, da bin ich auch froh, dass wir zu diesen Zeiten, wo der IS in Syrien eingetroffen ist, dass Social Media so stark war, dass wir auch vieles auch alternativ sehen konnten. Viele Menschen sind auch aus Europa, aus Schweden sind irgendwelche Marokkaner nach Syrien, aus Deutschland sind irgendwelche Deutsche dahin, ne? Also ich nenne dir jetzt explizit solche Namen, weil die haben nichts mit Syrien zu tun, sind keine Kurden, sind keine Araber. Weißt du, wer die meisten IS-Kämpfer waren? Das waren alles Ausländer. Und weißt du, wer die meisten von denen waren? Das waren alles Nordafrikaner und Afghanen. Nordafrikaner und Afghanen, Marokkaner, Algerier, Tunesier, Afghanen. Das waren die meisten IS-Kämpfer. Die sind alle ausgewandert zum Islamischen Staat. Die haben die Hijra vollzogen. Sie haben verstanden, dass ihre Religion sie ruft. Und die hier geblieben sind, sind die sogenannten Munafirin. Und sie verdienen auch nur die Nackentherapie von den Muslimen. Heftig, ne? Was glaubst du, was der Grund sein kann, warum Menschen, die in Europa aufgewachsen sind, die, wie du gesagt hast, aus ganz anderen Regionen herkommen ursprünglich, sich dafür eingesetzt haben, dort irgendwo zu kämpfen, wo sie eigentlich damit nichts zu tun haben? Also die haben mit diesem ganzen Staat nichts zu tun. Wegen ihrer Religion, meine Liebe, deswegen habe ich dir gesagt, du musst den Koran lesen, Sure 9, Vers 41, zieht aus, leicht und schwer und kämpft mit eurem Blut und mit eurem Gut, wenn ihr wahrhaftig seid. Du siehst also, der Allah fordert die Muslime immer wieder auf zu kämpfen und der Allah sagt auch in Sure 61, Vers 4, Allah liebt diejenigen, die in einer Schlachtordnung für seine Sache kämpfen, verstehst du? Allah liebt also die Mujahideen, Allah liebt also Bin Laden und diese ganzen Leute, TikTok-sportlich. Die Aussagen von Menschen, die damals gekämpft und wieder zurückgekommen sind, waren zum Beispiel, ja, die haben gesagt bekommen, dass die Schwestern, die dort sind, muslimische Schwestern, von Kurden vergewaltigt worden werden, TikTok-sportlich, dass die dann halt deswegen dahin gezogen sind und mit Liebe und mit so viel, das hat ja zum Beispiel der Gülen-Gemeinde das genauso gemacht. Die haben dann die Leute, die gesagt haben, ja, komm, wir studieren, wir sind eine Familie, wir gehören alle zusammen und wir müssen uns zusammenhalten als muslimische Menschen. Und deswegen, das war so, die sind deswegen, die haben sie deswegen auch gut rekrutieren können.
Was ich aber jetzt bis heute zum Beispiel nicht ganz hundertprozentig weiß, ist, wie diese Strukturen aufgebaut sind ohne Unterstützung von den deutschen Behörden. Weil das kann es nicht sein. Die deutschen Behörden, die haben lange Jahre auch stillschweigend zugeguckt, wie die Leute auf Straßen rekrutiert haben. An Ständen, wo du zum Beispiel auch warst. Habt ihr auch Videos von dir gesehen, wo deine Stände warst? Habe ich schon tausendmal angesprochen. Schande auf die ganzen Leute, die nichts damals gesagt haben und die armen Kinder, 16-Jährige, 17-Jährige ausgewandert sind und sich in die Luft gejagt haben dort, ne, TikTok-Sportliche. Ja, das macht einen traurig, ne? Das macht einen richtig traurig. Wie kann man einen Menschen so stark bewegen, von hier dorthin und sich da freigeben lassen, sich für den Tod erklären lassen, für irgendetwas, was sie damit überhaupt keinen Profit haben? Wenn ihr Prophet gesagt hat, wenn ihr auswandert, um für Allahs Sache zu kämpfen, und sobald der erste Bluttropfen aus eurem Körper schießt, so wird euch alle Sünden vergeben. Was meinst du, wenn ein Muslim das ernst nimmt, was wird aus ihm? Sag es mir, meine Liebe. Ja, der wird das natürlich machen, wie so eine Art Pilgerfahrt. Siehst du, er wird es also machen, er wird es in die Tat umsetzen, weil sein Vorbild ihm das beigebracht hat. Das Problem liegt also im Koran und in der Sunna. Solange es diese Texte gibt und Mohammed diese Aussagen getätigt hat und die Gelehrten sagen, dass er das getan hat und als authentisch klassifizieren, so ist jeder Muslim ein potenzieller, ich möchte das Wort nicht sagen, du kannst es dann dir denken. Wie kann es denn sein, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, also ich kenne keine Zahlen, aber dass immer mehr Menschen, vielleicht ist es auch mehr öffentlich, sich zum Islam erklären oder ne, so sich, wie soll ich sagen, sich immer mehr Muslime gibt, anstatt und die christlich geboren aufgewachsen sind, dann immer mehr sich als ungläubig oder halt, ich bin halt nicht... Die meisten Muslime in Europa haben auch gar nichts mehr mit dem Islam zu tun. Du siehst doch, dass die einfach nur noch Namensmuslime sind. Viel heftiger ist eigentlich nur noch die Einwanderung, weil sie aus archaischen Ländern kommen, wo sie hohe Gewalt kennengelernt haben, wo hohe Gewalt an der Tagesordnung war, kommen sie mit dieser Einstellung und mit dem ganzen Wahnsinn, das sie dort erlebt haben, kommen sie hin. Was meinst du, mir fehlen manchmal echt die Worte, wie leicht das für ihn ist, dann irgendeine Straftat zu begehen, verstehst du? Weil er das von morgens bis abends dort gesehen hat. Wie kommt das, dass immer mehr dann Menschen in Deutschland konvertieren? Wer konvertiert? Hier konvertiert keiner. Das sieht nur so aus. Du siehst doch, dass die Leute auch sagen, hier konvertiert überhaupt gar keiner. Das ist nur ein mediengemachtes Luftballon, das auch zerplatzt. Innerhalb von ein paar Monaten oder Jahren verlassen sie auch wieder den Islam. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Mhm. Und das hat auch viel mit Gehirnwäsche zu tun. Genau, Gehirnwäsche, Depression. Ja, so ist das. Ich hole dich gleich wieder. Ich muss mal ein paar Sachen erledigen, ja? Vielen Dank, ich habe keine Fragen mehr. Also wenn du bereit bist, irgendwie mit mir ein Gespräch zu führen, was wir du auch... Du kannst ja immer wieder hier reinkommen, ich habe keine Lust, irgendwo hinzugehen. Du kannst ja hier gerne reinkommen und deine Fragen stellen. Hättest du jetzt alles für dich aufgenommen, hättest du doch ein gutes Interview gehabt. Ja, aber nicht ohne deine... Da hast du recht, da hast du recht. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, aber da hast du recht. Aber das wäre jetzt nicht sehr professionell. Ich würde das schon eher anders formulieren. Aber ich danke dir trotzdem. Ja, okay, Gott segne dich, meine Liebe, ja. Dankeschön. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich zu früh rausgetan. Entschuldige bitte. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben, ja? Uno momento, Dr. Sheikh Abu Amir ist gleich wieder da. Hast Prädikat? Die Leute, die gerade über Kopfhörer hören, die haben mich im Schock bekommen. Ja, du Heilige, da ist Dr. Sheikh. Ah! Amire, Staradis, Amire! Kakusi! Heide, Deutsche Bahn, heide! Amire! Heide, bre! Brate! Ja. Möge Jesus Christus euch alle segnen, die wundervollen. Haltet stets am Herrn Jesus Christus fest, auch wenn ich eines Tages nicht mehr da sein sollte. Verlasst niemals den Herrn Jesus Christus. In ihm habt ihr das ewige Leben. In ihm habt ihr das ewige Leben und die Rettung liegt nur in ihm. Amen. So. Machen wir mal Luki. Harun.
Aaron. Hi. Hallo, Aaron. Hallo, hörst du mich gut? Ja, ich höre dich gut. Bist du dieser Iraner, der kleine Junge? Nein, wen meinst du? Nee, schon gut. Ich weiß nicht, ich habe einfach Fragen. Also, meine erste Frage wäre, was eigentlich dein Ziel ist? Mein Ziel ist es, Aufklärung zu betreiben, damit du, der du eine Täuschung vom Islam bekommen hast, diese Täuschung wieder rauszuholen und dich zu Jesus Christus zu führen, weil ich die Wahrheit über den Herrn verkünden möchte. Okay, alles schön und gut. Also, du kannst ja deine Religion ausleben. In Deutschland ist, in Deutschland gibt es ja sowas wie Meinungsfreiheit, falls du das kennst. Und also, darfst du ja auch der Meinungsfreiheit äußern, oder? Genau. Und das ist ja auch alles gut. Ich sag ja nicht, dass du damit aufhören sollst. Und zwar, warum aber hetzt du gegen den Islam generell? Was ist denn für dich Hetze? Erzähl mal. Definier mir mal Hetze. Ja. Indem du oft auch falsche Informationen verbreitest. Okay, wo habe ich falsche Informationen verbreitet? Dann sag mal die Suchen, die du vorhin genannt hast. Welche Thema? Mit Dealern. Du hast irgendwelche Suchen genannt, ich habe vergessen, welche du meintest, weil ich zu spät den Koran aufgeschlagen habe. Ja, also die Sklaverei findest du in Sure 33, Vers 52, Sure 4, Vers 24. Und einige andere Verse, die Erlaubnis, alle Muschrikin vor die Wahl zu stellen, findest du in Sure 9, Vers 5, Sure 9, Vers 29. Ganz langsam. Nenn mir mal die erste Sure nochmal. Wir machen nicht alle auf einmal. Ich will erstmal nur eine hören, bitte. Ja. Also die erste. Das ist die Sure 4, Vers 24. Sure 4. So, und kannst du jetzt anfangen, was du da kritisierst? Ja, und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von rechts wegen besitzt. Wart kurz, bitte. Unterboten. Habe ich recht? Okay, nein, aber also was verstehst du darunter? Erklär mal. Habe ich recht? Habe ich richtig zitiert? Ja oder nein, erstmal? Wiederhol nochmal. Und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von rechts wegen besitzt. Ja, so ähnlich. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer diejenigen, die eure rechte Hand besitzt. Ja, habe ich doch recht gehabt. Also habe ich richtig zitiert. Ja, ich habe doch nur wiederholt. Also siehst du, das war schon mal der erste. Okay. Erste Punkt, wo du jetzt auf einmal gegen mich Lügen erdichtet hast, weil du hast nämlich gelogen. Ich sage die Wahrheit. Wo habe ich denn gelogen? Chill doch mal. Du hast komm behauptet, dass ich dir falsche Sure nenne und falsche Sachen wiedergebe, obwohl Dr. Sheikh Abu Hamid immer die Wahrheit dir sagt. Ach. Und hast du auch die Sure weitergelesen? Ja, das ist die sogenannte Mutterehe. Gibt's dann auch. Und wenn ihr eine von euren Frauen genossen habt, dann gibt ihnen ihre Brautgabe, richtig? Nein. Dann zitier du mal. Ganz kurz. Hier, das, was du gerade schon vorhin zitiert hast, außer diejenigen, die eure rechte Hand besitzt, dies gilt als Allahs Vorschrift für euch. Erlaubt es euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zu Hurerei. Ja. Ja. Ja, der Allah sagt hier nicht Hurerei, aber wie willst du das denn anders denn bezeichnen? Dass wenn du zu einer Frau gehst und ihr ein bisschen Geld gibst und das dann mit ihr heiratest und dann nicht auch wieder scheiden lässt, das ist absolute Hurerei. Unter dem Deckmantel der Ehe, das nennt sich die Mutterehe. Du siehst ja, wie die Sunniten empört sind über die Schiiten, weil sie das praktizieren. Aber das befindet sich in Vers 24. Ich weiß, was du meinst, aber das kannst du auch nicht vergleichen, weil das eine ist heiraten und das andere eben nicht. Ja, okay, würdest du es erlauben, dass deine Mutter so eine Ehe eingeht, wenn deine Mutter zum Beispiel keinen Mann hatte, dein Vater nicht hätte gewusst? Nein, aber die Frau hat immer noch das Recht, Nein zu sagen. Ja, okay, ist doch kein Problem. Aber was machst du, wenn die Frau Ja sagt? Das heißt ja nicht, dass ich es möchte. Es geht doch nicht um Zwang, es geht darum, die Handlungen.
Würdest du es gut finden, dass deine kleine Schwester, dass ein Muslim kommt und sagt, ich möchte mit deiner kleinen Schwester heiraten für 30 Minuten und mich dann auch wieder schlafen lassen? Nein, aber es geht doch nicht um mich. Es geht um die Frau, was die Frau will. Ich rede doch von der Frau. Ich rede davon, dass ein Muslim nicht am Mann. Und wenn die Frau Nein sagt, dann eben Nein, hey, fertig. Okay, nein, aber wenn was will die Frau Ja sagen? Dann wollen es eben beide. Ey, das ist dann echt lustig, das also diese beiden wollen dann Hurerei betreiben unter dem Deckmantel der Ehe, richtig? Warte mal, guck mal, wenn beide es wollen, was... kannst du nicht sowas Ehe nennen, das ist doch keine Ehe. Wenn die heiraten, dann ist es eine Ehe. Ach so, mit der Bedingung, sich auch wieder scheiden zu lassen? Das, wo steht es denn, das mit scheiden lassen, wo steht es denn bitte? Tafsir Ibn Kathir, kannst du aufschlagen für uns. Ja, sag mal links, welche Vers? Sure 4, Vers 24, Tafsir Ibn Kathir, gib das ein in Google. Das steht doch nicht, das steht doch im Koran, sagst du, oder nicht? Ja, jetzt lesen wir bitte die Auslegung, damit wir den Vers verstehen, weil du und ich, wir sind doch keine Gelehrte. Wir müssen also einen Gelehrten zur Hand nehmen, der uns das erklärt. Ja, was okay. Allah mit dem Vers okay, meint. Jetzt, deinen letzten Satz, den du gerade gesagt hast. Ein Gelehrten, okay? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gelehrter ist, aber er kennt sich mit dem Islam sehr gut aus. Ibn Kathir ist kein Gelehrter. Nein, nein, ich meine nicht ihn, ich meine nicht ihn. Ich meine nicht ihn, ich meine Anas, ich rede von einem anderen. Ich wollte gerade den Namen sagen, aber ich wusste nicht, ob du mich gerade hörst, welchen Anruf gerade bekommen habe. Wer ist denn für dich ein Gelehrter? Anas, nicht, der ist kein Gelehrter, ich weiß nicht, ob er ein Gelehrter ist. Warte doch mal, ich hab doch gerade, Junge, du hörst doch eigentlich zu. Lass mich nicht hier ausknüpfen, wenn du mir sagst, dass Anas ein Gelehrter ist. Du bist Mitte 30 und du hörst mir nicht mal richtig zu. Ich habe von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, ob er ein Gelehrter ist. Ich denke eher nicht. Du weißt es doch. Aber hör doch erstmal zu, Mensch. Lass mich doch mal ausreden, Alter. Was ist los mit dir? Mitte 30 und lässt einen 17-Jährigen nicht ausreden. 17-Jährigen? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Hör mal zu, kannst du mal kurz deinen Mund halten und einfach mal kurz zwei Sätze... Wenn du noch einmal sowas sagst, dann gehst du hier raus. Wenn du noch okay, einmal sowas sagst, gehst du hier raus. Dann lass mich nur zwei Sätze reden. Benimm dich und dann ist auch gut. Hör auf, sowas zu mir zu sagen. Du bist immer noch jünger, aber ein bisschen Respekt. Wo ist dein Achlach geblieben, ja? Mein Achlach, das ist noch mein Gehirn, weil mit jemandem so wie du rede ich so. Du hast verdient, wenn du mich nicht ausprägst. Mit jemandem wie mir redest du so, hast du keinen Anstand vor Älteren? Guck mal doch. Aber nicht vor jemandem so wie du, weil du... Dann führe deine Sache aus und dann kann ich auch wieder reden. Was ist los mit dir? Okay, dann lass mich mal zwei Sätze sagen, okay? Ich weiß nicht, ob Anas ein Gelehrter ist, aber er kennt sich mit dem Islam sehr gut aus. Warum gehst du nicht einfach mit ihm live und machst mit ihm eine Diskussion? Hol doch Anas hier hin. Sag mal, Anas, Amir wartet doch hier auf dich. Wo ist das Problem? Genau. Wenn er jetzt hier wäre, würdest du dich nicht trauen, den reinzunehmen. So, verhol ihn doch. Geh und schreib ihn, sag mal, Anas, der Amir wartet ja auf dich. Er will mit dir über Sure 4, Vers 24 reden. Wie soll ich das bitte kontaktieren? Du bist ein 17-jähriger kleiner Junge, Mann. Raffst du das nicht? Wenn ich dir jetzt auf einmal den Tafsir... Wenn ich dir jetzt auf einmal den Tafsir... Hallo, beruhig dich. Wenn ich dir jetzt den Tafsir von Ibn Kathir zeige, der eindeutig sagt, dass in dem Vers zweierlei Dinge zu finden sind. Einmal, dass die sogenannte Mutterehe und einmal die sogenannte Verge, du weißt schon, einer Frau. Guck mal. Meine Mission gerade war gar nicht, mit dir darüber eigentlich zu diskutieren. Ich wollte nur wissen, was du gerade, was du kritisierst. Du hast doch mir vorgeworfen, dass ich falsche Suren gebe, dass ich falsch zitiere. Nein, nicht falsche Suren. Okay, ich hab keinen Nerv. Kein Nerv für diesen Quatsch. Wirklich, gar keinen Nerv für diesen Kindergarten. Kein Nerv. Ich brauche jemanden, der Ahnung hat, wo der sagt, ja komm, lass uns mal den Tafsir von Ibn Kathir dazu lesen. Ich möchte gerne lernen. Aber diese Ignoranz und so habe ich überhaupt keinen Nerv. Bitte verschon mich. Hab Gnade an mir, bitte. Bitte. Hör auf. Dr. Sheikh Abu Hamis, Nerven sind doch kostbar. Dr. Sheikh Abu Hamis, Nerven sind doch zu kostbar, Mann. Lass das doch bitte. Er soll lieber seine Hausaufgaben machen gehen in seinem Alter. Ja, richtig, genau. Er ist 17 Jahre, der versteht doch noch gar nicht, was wo oben und unten ist, was der Islam überhaupt im Kern aussagt. Noch nie ein Tafsir gelesen, er weiß gar nicht. Er sagt, der Anas wäre ein Gelehrter, also er glaubt, Anas wäre ein Gelehrter, weil er sich gut auskennt.
der überhaupt gar keinen Titel hat, gar nichts, das ist unfassbar. Anas ist ein Gelehrter? Wenn Anas ein Gelehrter ist, dann bin ich ja Mufti, ey. Am Ende sind wir wieder dran, ha? Ja, am Ende sind wir auch noch wieder dran. Das kann doch nicht wahr sein. Aber du hast vorhin gesagt, und wenn mir was passiert, hast du gesagt, ne? Hast du irgendwie so eine Vorhersehung oder so? Aber was sagst du? Du meintest gerade vorhin, und wenn mir was passiert oder zustößt. Ja. Also, was genau meinst du damit, und wenn mir was passiert und zustößt? Also, hast du eine Vorhersehung oder was meinst du? Nein, es könnte ja immer sein, dass ich morgen nicht mehr da bin. Jeden Tag kann ja sein, dass mein letzter Tag ist. Weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Ist das so? Also ist das so dein Gedanke, wenn du morgens aufstehst und sagst, okay, könnte mein letzter Tag sein heute oder was? Ich denke darüber nicht nach. Nur manchmal überkommt mich das so. Ne? Ach so, okay, krass. Ja, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, du lebst gefährlich, Amir. Ehrlich, ich dachte, ich lebe voll super und kann überall hinlaufen und alle lieben mich und alles Mögliche. Bruder, du lebst gefährlich. Du lebst sehr gefährlich und ich habe wirklich das Gefühl, Amir. Wenn du den Islam ein wenig kritisierst und Muslime aus dem Islam rausholst, dann lebst du schon ein wenig gefährlich. Ja, aber Amir, guck mal, ich liebe den Islam. Okay, auch als Levite, auch als Unterdrückter oder Verfolgter. Aber ja, du wie kannst du etwas lieben, was dich unterdrückt? Wie geht sowas? Das geht, Amir, das geht. Hundertprozentig geht das. Nein, habt ihr das gehört? Er liebt einfach irgendwas, was ihn unterdrückt. Weil ich weiß, guck mal, ich kenne doch die Vernunft der Menschen. Es gibt da draußen Sunniten, Schiiten. Ja, alle, ist ganz vernunftbar, lieber. Ist ganz vernunftbar, lieber Kundi. Amir, du kannst doch nicht alle in einen Topf werfen, Bruderherz. Das weißt du ja, doch. Ja, du kannst doch dir einfach eine Ideologie folgen, die dir Nackentherapie gibt. Das ist aber geht das doch gut. Amir, das sind doch die anderen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Amir, das sind doch die anderen. Wenn die Aleviten mit Konsens der Gelehrten als Kuffar abgestempelt werden und Allah sagt, wenn ihr auf die Kuffar trifft, dann herunter mit dem Haupt, Amir. Dann ist auch gut damit gemeint. Okay? Amir, wie viele ISIS-Anhänger gab es? Nicht viele. Nicht viele. Das waren nicht viele. Wir Kurden haben die alleine besiegt, Bruder. Wir Kurden haben nicht nur die ISIS besiegt, wir haben die Türken, wir haben die alle besiegt, Bruder. Am Ende. Ja, und was hat das denn damit zu tun, dass die islamische Ideologie trotzdem in den Köpfen der Muslimen bleibt, Mann? Und am Ende, Armin, guck doch mal, das war doch, wie du sagst. Ja, okay, ich kann von euch auch nicht verdanken, dass ihr euer Gehirn anmacht. Das geht nicht. Nein, alles. Aber das hat doch nichts mit Gehirn zu tun. Das hat doch nichts damit zu tun. Du kannst dir doch nicht sagen, du bist doch ein mündiger Mensch, du bist doch ein erwachsener Junge. Du kannst doch wohl eins zusammenziehen. Wie kann das sein, dass ich das sehe und die anderen das sehen, aber du nicht siehst? Wie geht sowas denn? Amir, das geht, weißt du wie? Weil ich zum Beispiel Nachbarn habe. Amir, es gibt Nachbarn, es gibt Freunde, sei es Christ, Jude, Moslem, Schiite, Alevite. Bruder, die sind Gegenteil von dem, was du sagst, Bruder. Du hast eben gerade, als die Jesidin hier drin war, diese Journalistin, hast gesagt, potenziell normalerweise gesehen sind alle Muslime. Also, bin ich jetzt auch einer oder was? Du bist noch nicht mal in der Lage, mir zuzuhören. Ich habe gesagt, wenn ein Muslim die Worte seines Propheten ernst nimmt, dann besteht die Gefahr, dass der ein potenzieller... Ach so, das meinst du. Das war der Kontext. Siehst du, ihr seid nicht mal in der Lage, mir zuzuhören, Mann. Amir, du sollst ja, guck mal, du bist sehr emotional in deinem Dings. Wofür bin ich denn dann mit euch? Wofür? Meine Worte dann verdrehen zu lassen, oder was? Hm. Amir, du weißt du, guck mal, am Endeffekt weißt du, ich bin kein böser Mensch, es gibt auch gute Sunniten, es gibt bestimmt auch, Bruder, in der Bibel gibt es auch Suren oder Versen. Wir reden doch gerade über, oh mein Gott. Amir, du übertreibst. Sag ich dir ganz ehrlich, du übertreibst deine Rolle. Warum musst du immer das Telefon wechseln? Amir, du übertreibst deine Rolle, ganz ehrlich. Sorry. Du übertreibst deine Rolle. Du lügen. Amir, du lügen. Du lügen sehr viel. Du bist eine große Luger.
Also Leute, wenn dieser Typ, dieser Typ Amir, also wirklich, ne? Der gibt nicht viel Wert auf sein Leben, ey. Du bist echt sehr gefährlich. Da hab ich ja viel mehr davon, dass ich singe, ey. Du bist ein großer Luger. Amir, hast du Freunde? Hast du Freunde? Amir, hast du Freunde? Ich hab ohne Ende Freunde. Ohne Ende. Aber dann mach, zeig uns doch mal, wie du durch die Stadt gehst. Ja? Sag uns doch mal, wie du durch die Stadt gehst mit deinen Freunden. Wie ein Cowboy reite ich durch meine Stadt. Amir, ich schwöre, ne, stell dir mal vor, am Tag der Auferstehung und du hast Unrecht gehabt. Was machst du dann, Bruder? Dann nehme ich meinen Schuh heraus und dann haue ich das auf Allahs Schienbein. Dann sage ich, Allah, ich kann nicht an dein Schienbein glauben. Siehst du Leute, und mit so einem, Amir, das geht nicht. Amir, das geht so nicht. Aber du bist doch sowieso Alevite. Ich bin Alevite, Amir. Man sagt vieles über Aleviten. Aber trotzdem, Bruder, ich habe Vernunft. Nicht jeder Muslime. Du hast gerade noch zu uns allen gesagt, dass du eine Religion magst, die dir eine Nackentherapie verpasst. Das nennst du Vernunft? Nochmal, was? Du hast gerade vorhin gesagt, dass du eine Religion, also dass du den Islam magst, obwohl sie dir Nackentherapie gibt. Da waren wir verwirrt, haben wir gesagt, wie kann das denn sein? Und du redest von Vernunft? Amir, du kannst doch nicht behaupten, dass alle Muslime Sunniten so denken. Mit dieser Nackentherapie oder was auch immer. Über euch Aleviten auf jeden Fall. Ach. Über die Aleviten, über die Schiiten, frag mal Sunniten. Bruder, wir haben so viele Sunniten da draußen, die lieben die Aleviten und die sind sehr vernünftig, die Sunniten. Die einzigen, die euch lieben, sind die Schiiten. Das sind die einzigen, die euch akzeptieren. Schiite, ey Bruder, Amir, guck mal, du übertreibst deine Rolle, weil du einfach die ganze Zeit sauer bist. Du beleidigst den Propheten Mohammed, du beleidigst unseren Gott. Bruder, wo willst du denn Respekt erwarten? Von wem? Von wem willst du Respekt haben? Wenn ich sage, dass er ein Schienbein hat, dann beleidige ich ihn. Ja, was für ein Schienbein, ja. Amir. Ja, aber er sagt, Mohammed sagt doch selber, dass er ein Schienbein hat in Sahih Bukhari 7439. Ja, aber Amir, guck mal, du lachst darüber und machst Witze darüber, aber du. Ja, das ist der Typ, der witzig ist. Allah zeigt einfach sein sexy Schienbein, Mann. Das ist doch witzig. Ja. Wenn du das nicht ertragen hast, dann musst du raus, wenn du das nicht ertragen kannst. Amir, ich kenne dich schon sehr, ich kenne dich schon seit Tag 1 auf an, kenne ich dich, Amir. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde es schade, wie du dein Leben einfach so wegwirfst, Bruder. Ich habe mein Leben nicht weggeworfen, ich habe mein Leben für Jesus Christus aufgegeben. Und das ist das, was der Herr Jesus Christus von uns verlangt. Wer sein Leben erhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen. Ich gehöre zu den Gewinnern und du wahrlich zu den Verlierern. Das war's. Leute, würdet ihr sagen, dass Jesus Christus das toleriert, was Amir jetzt gerade... Auf Wiedersehen. So sieht das aus. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen aufgibt, der wird es gewinnen. Ja, die verstehen das nicht, dass ein Christ seinen Mund aufmachen muss gegenüber sowieso erstens Ungerechtigkeit, zweitens der Lüge gegenüber den Herrn Jesus Christus und drittens hat er auch die Verpflichtung, die Finsternis aufzudecken. Und das ist nun mal gang und gäbe für einen Christen. Das ist das Leben eines Christen. Und damit muss er dann rechnen, dass auch Feindseligkeit auf ihn zutrifft. Also dass Feindseligkeit auf ihn einprasselt. Ne? Amir, du Maniac, warte, okay, kein Problem. Next Level, guck mal hier, du kriegst ein Stummschaltpaket. Gott segne dich und deine Familie für deine Beleidigung. Tschüss. Ja, wir sind hier noch nicht bei den Hottentottens hier. Jo, Bruder. Hallo? Hörst du mich? Ja. Ich bin gerade am Scheißen, Bruder. Warte mal ganz kurz, es hört sich genauso an, wie du redest, du. Ach so, ich glaube, du rezitierst gerade den Koran. Ist das die Scheiße? Oh, die Scheiße, rezitier mal ein bisschen. So sind Muslime, habt ihr das gerade gesehen? Sura Al-Kakiga.
Rasul al-Kakaerisch, das ist unglaublich. Oh, ich habe Durchfall. Da kommt viel, viel Durchfall. Ah, ich kann nicht mehr, meine Stimme. Sura al-Kaka. Bitte Kaka. Eine Kaka. Ja, was sollen wir dazu noch sagen, ehrlich? Also dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Der sitzt da auf Toilette und ist da am Kaka machen. Hier ist euer Dr. Sheikh Abu Amir, wie er leibt und lebt. Ey Leute, wir sind gerade mal bei 100.000 Likes. Was ist denn da passiert? Seid ihr eingefroren oder was? Wie geht das? Es ist wirklich es. Ich feier dich, du bist wenigstens wissend. Ach, wer ist denn von uns wissend? Ja, er sieht aus wie einer, der vom Priester wohnt. Du bist mir einer, ey. Mann, 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 du Kleiner, du. Du musst direkt hier gestummt werden. Gott segne dich, aber du musst gestummt werden. Anwar. Anwari. Ich tippe fleißig. Sehr gut. Siehst du, jetzt auf einmal knallt das auf einmal nach oben. So, ich tue euch mal in die Tasche und dann hol ich euch gleich wieder.
Achtung, Achtung. God bless all. Gottes Segen über alle. Ich hoffe, euch geht's gut. TG, Bruder, danke, dass du mich hochgeholt hast. Mal sehen, wann Abend ihr kommt. Solange erzähle ich euch, keine Ahnung was. wo ist denn Armin stehen geblieben? Fragen wir mal so rum. Oder habt ihr irgendwelche Fragen? Meine lieben Geschwister und auch Nicht-Geschwister. Wir Christen, wir sind nicht so, dass wir nur unseren eigenen Glaubensbrüdern den Frieden wünschen. Wir wünschen immer allen den Frieden, auch den Muslimen und auch den Christen. Unterhalten euch. Bruder, was soll ich machen? Soll ich den Affen machen? Okay, was bist du für ein Landsmann? Ich bin Türke. Ich bin Türke. Er meint, Palästina ist ein Recht. Also, Palästina hat angekündigt. Ja, alle Tippen, Tipico nicht vergessen. Palästina hat angekündigt, öffentliche Köpfungen im Fernsehen durchzuführen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Danke, Blue. Gott segne dich, mein Bruder. Nachbar, ja? Auch du bist mein Bruder, Molly. Auch wenn du gerade echt miesen Mist gelabert hast, trotzdem bist du mein Bruder. Hamdi Fitra Dauer, du Clown, du. Wegen euch bin ich gesperrt. Also, wie gesagt, Hamas hat offene, also im Fernsehen, Köpfungen angedroht. Das müsst ihr euch mal geben, ey. Wo leben wir denn? Sind wir im 7. Jahrhundert stecken geblieben? Anscheinend ja. Wo sehen wir denn solche Verhaltensweisen? Wir sehen das bei Mohammed und seiner Gefolgsleute, dass die an einem Tag 700 bis 900 Juden einen nach den anderen geköpft haben und damit quasi wie ein, es steht drin, als ob da der Fluss rot mit Blut gelaufen ist. Könnt ihr euch das vorstellen, so viele Menschen zu köpfen, dass da ein Fluss blutrot läuft? Das sehen wir leider nur dort, diese Barbareien. Zeig mir, wo ist ein Christ gewesen, der sowas gemacht hat? Ich meine wirklich ein Christ. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Danke an jeden, der gerade gespendet hat. Gottes Segen über euch. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht. Auch wenn sich immer wieder irgendwelche Leute aufhängen an Breivik, was weiß ich was. Breivik war kein Christ. Hör mir auf mit Breivik. Breivik. Habt ihr gesehen, was auf Breivik seine Waffen stand? This is for Paris. This is for London. This is for this and that. This is for this and this. Das war einfach nur ein Freak, der die Schnauze voll hatte und dann einfach auf ein Ding, Tötungsding gegangen ist, Spree, auf ein Killing Spree gegangen ist. Kein Mensch sagt, dass das richtig ist, was er tut. Ich verurteile ihn dafür. Oh, heftigst, heftigst. Jeder Tote ist zu viel. Und auch in dieser Thematik mit Palästina. Jeder einzelne Tote ist ein Mensch, eine Seele zu viel. Ihr müsst es euch so vorstellen, in Philistin, auch wenn es euch die Medien nicht zeigen, die Leute in Philistin, die haben Schnauze voll von Hamas seit ein Jahrzehnt. Die wollen das nicht mehr. Die haben die Schnauze voll. Die leben alle, die haben Jobs drüben in Israel, die sind glücklich. Letztes Jahr war sogar eine muslimische Partei in deren Knesset. Knesset ist sowas wie die Bundesregierung. Stellt euch mal das andersrum vor. Glaubt ihr ernsthaft, irgendwie eine jüdische Partei könnte in einem islamischen Land irgendwelche Mehrheiten oder Minderheiten gewinnen? Niemals. Niemals. Deswegen sieht man auch, dass der Sohn von der Hamas-Führung, er ist ausgetreten aus dem Islam. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er hat vor der UN gesprochen. Vor der UN. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber falls nicht, werde ich das jetzt euch laufen lassen. Einfach nur aus dem Grund der Weiterbildung. Es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln. Es geht immer darum,
Mehr Informationen, mehr Informationen. Es geht immer darum. Vor allem richtige Informationen und keine Maskara-Informationen. Also, da geben wir mal kurz ein. Palestinian Leader of Palestinian Hamas Leader Son speaks out in UN. Da haben wir es. Geht 2 Minuten. Wahnsinn. Ich bin zwar nur klein, weil Ami ist ja nicht da und kann mich groß machen, aber Israel tötet unschuldige Menschen. Guck, da haben wir es wieder. Was habe ich gesagt? Die Leute, die wo mich kennen. Was habe ich gesagt ganz am Anfang, wo dieser Angriff von Israel stattgefunden hat? Ich habe sogar ein Video auf meinem Account, wie dieses Mädchen entführt worden ist, mit voller Blut auf ihre Hose, voller Blut auf ihren Armen, hinter Rücken gebindet in den Truck rein, wie sie in Philistin reingefahren sind mit den Geiseln. Dort hat sie eine Meute von wilden, radikalen Barbaren erwartet. Da waren circa 200 Leute. Der Truck ist durch die Mitte gefahren. Die haben mit allem TikTok-sportlich natürlich, die haben mit allem Möglichen, was sie da haben, auf die Leute eingeschlagen, die nichts mit dieser Sache zu tun haben. Einfach nur unschuldige Menschen. Guckt, ihr seht, was diese Religion anstellt. Einfach nur unschuldige Menschen. Da waren auch Deutsche drunter. Sag mal, denkt ihr, dieses deutsche Kind, dieses deutsche Mädel hat keinen Vater, keine Mutter? Ich hab das Video der Mutter gesehen. Habt ihr das Video der Mutter gesehen? Stellt euch mal vor, eure Mutter geht so vor Kamera und weint um eure Seele wegen. TikTok sportlich, natürlich. TC, du hast recht, Bruder. TikTok sportlich, natürlich. Guck mal das an, dass ich das alleine schon sagen muss. Ist Erziehung. TikTok erzieht die Leute schon. Dass ich das überhaupt schon sagen muss. Guck mal, ich zeig euch jetzt dieses Ding. Ich bin zwar nicht groß, aber das tut die Sache nicht so ding machen. Schaut euch das an. Hört hin, bitte. Zu Anfang seht ihr, wie die ganzen islamischen Länder Israel natürlich hier beschuldigen. Bis der Typ kommt und das Wort an sich reißt. Und dann ist Stille im ganzen Saal. Schaut euch das an. That's colonial policy and its daily violations that continue to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money, Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit. Kann ich sagen. Israel macht, begeht weiterhin verschiedene Formen von Verstößen an Menschenrechte und Menschenrechte in Palästina. Warte, ich muss hören. Die israelische Besatzungsmacht, Israel macht Fortschritte in ihren Bemühungen. Zu einer massiven Bevölkerungsentwicklung und dem Fortbestand der Apartheid. Allein schon, dass man dieses Wort verwendet, Apartheid. Wenn man dieses Wort Apartheid benennt, damit spielt man das Leid der Afrikaner runter, das die erlitten haben. Die Juden haben den Holocaust durchlebt. Und den Begriff Apartheid, der ist mit einem... Der geht einher geschichtlich mit dem Leid der Afrikaner. Dass man diesen Begriff hier benutzt, spielt das Leid der Afrikaner runter, was sie durchgemacht haben. Apartheid, Gräueltaten und massive Zerstörung. Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberungen, Staatsterrorismus. Jetzt kommt er. Jetzt kommt's.
Vielen Dank, Herr Präsident. Mossab Youssef, hier, das ist sein Name. Mossab Hassan Youssef. Gottes Segen, Claudio, mein Bruder. I take the floor on behalf. Da, ich betrete die Bühne im Namen der Organisation UN Watch. Of the UN Watch. Mein Name ist Mossab Hassan Youssef und ich bin in Ramallah als Mitglied der Hamas-Organisation aufgewachsen. Mossab Hassan Youssef, I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian. Ich verweise die Angelegenheit an die palästinensischen Autonomiebehörden. Man sieht auch schon, wie der Typ sich rumdreht. Authority, which claims to be, die behauptet, der einzige legitime Vertreter des palästinensischen Volkes zu sein. Gottes Segen, mein Bruder, ich grüße dich. Wie hast du es hier reingeschafft? Bruder, ich schmuggel mich rein. Bruder, wolltest du mich nicht hier drin haben? Doch, aber wie hast du das geschafft? Wie hat das DC das gemacht oder wie? Bruder, ich hab doch deinen Account gehackt. Ja. Haben die DC ist doch Moderator, der kann, glaube ich, Leute hier hochholen. Und haben die habe ich gelernt, wie man Ex-Muslime filtriert. Breaking News. Beste Hintergrund. Ich empfehle euch allen immer Breaking News zu machen, dann habt ihr wenigstens was davon. Bruder, kennst du die Geschichte von den Hamas-Anführer, seinen Sohn, der wo aus dem Islam... Ja, Mossab Hassan Youssef. Mossab Hassan, natürlich. Er sagt, Allah is the biggest terrorist. Ja. Genau, er sagt, wir haben es mit einem Terroristen, wir haben mit einem Gangster zu tun, der seit 1400 Jahren... Du kannst diese Worte hier nicht aussprechen, sonst werden wir gesperrt, Mann. TikTok-sportlich, Bruder. Guck mal, wie der einen Menschen erziehen, Bruder. Gell? Ja, die natürlich. Erziehen uns. Guck mal, wie die uns erziehen, ey. Was für Methoden. TikTok sportlich. Was passiert eigentlich, dass du, wenn man es jedes Mal ausspricht, TikTok sportlich? Welchen Zweck hat das? Damit die Leute, damit das System so weiß, dass wir so nur irgendwie Spaß daraus machen oder was? Okay. Ami kennt alles, schreibt einer. Ja, natürlich kennt Ami alles. Ami ist auf Ding Wikipedia des Islams. Hat alle was Bücher. Bücher. Alle Bücher. Die, wo was wir auch wert sind, von Christian Prince. Ja, aber ehrlich. Dann müssen wir den nehmen. Nur eins. Typico. Typico, genau, Leute. Siehst du, jetzt sind wir schon bei 162.000. Typico. 200 sollten drin sein. Wie lange bist du schon online, Bruder? Ganzen Tag. Ich wurde 80 Mal rausgeworfen und wieder reingekommen, rausgeworfen, wieder reingekommen, ja. Ja, Wahnsinn, ey. Du hast auch immer 10 Minuten Sperre gekriegt, gell, Bruder? Keine Sperre, sondern immer wieder eine Verstoßverwarnung, ne, weil ich die ganze Zeit am Fahren war. Ist doch nicht normal, ey. Warum ist das? Guck mal, siehst du das? Bei mir ist abnormal. Diese Gummibärchenbande, wo ich kurz hochgegangen bin und die kurz zerfetzt habe wegen diesem einen Ding, Tafsir, bei Ding Liebe zum Hadith und bei Ding Hamdi, die haben mich sofort, alle möglichen Leute dort, alle Muslime haben mich gemeldet. Mein Hauptaccount ist gesperrt bis 15. Heftig. Ich krieg sofort die volle Breitseite, die volle Packung TikTok sportlich. Ja, natürlich, denkst du. Ey, was ist das für ein Kopfding gewesen? Was für ein Ding? Du hast gerade so eine Ritterrüstung Kopf angehabt, hast du nicht gesehen? Ach so, das ist der Römer, der römische Helm. Ja, ihr seht also, ne, ihr Lieben, dass die Hamas, ne, durch den Gründer, dem sein Sohn aus dem Islam ausgetreten ist und eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, ne, und jetzt vor dem Islam auch warnt, und vor 10, 15 Jahren oder was, ne? Mhm. Der ist schon seit 15 Jahren oder sowas Christ, ne? Mhm. Schöne Geschichte ist das. Ich finde das ja eine wunderschöne Geschichte, ehrlich gesagt.
Genauso wie die Geschichte von David Woods, seinem Partner, Nabil Qureshi. Das ist auch eine wunderschöne Geschichte. Eine wunderschöne Geschichte, wie er zum Herrn gefunden hat. Bruder, hast du gesehen, wie Hamas Köpfungen im Live-TV angedroht hat, TikTok sportlich? Mhm. Hast du gesehen? Wer hat das? Was ist passiert? Hamas hat im öffentlichen Fernsehen Köpfungen angedroht. Im öffentlichen, TikTok-sportlich. So dass er jeder sehen kann. Für jeden Angriff, den den Israel macht, werden die öffentlich einen von den Geiseln Nackenmassage verpassen, TikTok-sportlich. Nackenpassage. Ja, durch die Passage hindurch mit. Die sind wenigstens noch so gütig und nehmen ein scharfes Messer. Hoffentlich passiert den Geiseln nichts, weil die unschuldigen Menschen haben nichts damit zu tun und diese Barbarei ist einfach nicht mehr erträglich, was sie da machen. Ja, ihr seht, was für, wie barbarisch die sind. Ne? Wenn Israel dann auf einmal dann austritt und dermaßen dann loslegt, dann wundern sich alle und sagen, ja, warum macht Israel das? Ne? Das ist schon irgendwie lustig, Bruder. Es ist so, als würde ich zu dir kommen, weißt du, ich gebe dir voll den Ding, Low-Kick gegen dein Schienbein und dann sagst du, okay, gut, es tut mir leid, dass du mich getreten hast. Es gibt gar keinen Sinn. Oder so, oder warum wehrst du dich denn jetzt? So nach dem Motto, ne? Warum wehrst du dich denn jetzt? Lass mich noch weiter treten. Ja, endlich verstehe ich, was ich sagen will, ja? Jedes Mal, wenn ich das Beispiel bringe, mit dem Schienbein treten, denken die Leute, hey, was redet der? Endlich check's mal einer. Ja. Ja, die treten dagegen und dann erwarten die auch noch eine Entschuldigung. Aber, ne? Ja, und dann, wenn eine Antwort kommt, dann immer wieder Kindermörder Israel. Dabei muss man wissen, dass von 100% den Raketen, was die abschießen, 30% in eigene Gebiete landen. Direkt vor Ort explodieren. Und die tun ihre Raketen in Kindergärten aufstellen, in Wohnungsblöcken aufstellen. Ich sag mal, das ist doch normal, dass dann da Zivilisten umkommen und auch noch deine eigenen Leute bringst du damit um. Aber das ist im Islam normal. Wenn du stirbst für Allah, sobald dein erster Blut raus ist aus deinem Körper, ab mit dir nach Jannah. Und dann kannst du erstmal ein Liedchen singen. Wir leben nur für Jannah. Wie ging das Lied, Bruder, was die gesungen haben da? Haben sie das gesehen? Wir leben nur für Jannah. Jannah, wir leben nur für Jannah. So, ihr Lieben, ich mache jetzt mal ein bisschen Stolz. Ich komme gleich, glaube ich, nochmal live. Ja, ich muss ein paar Sachen erledigen und dann komme ich gleich nochmal live. Ja, ihr Lieben? Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit unterwegs gewesen. Ich muss mal ein bisschen Pause machen. Bruder, geh mal Pause, etwas. Ja, ich mache das jetzt auch. Gott segne euch und eure Familien. Danke dir auch, Sheikh, dass du da warst. Und haltet mal an dieser Christus fest und ihr wisst Bescheid. Jesus bleibt Sieger, alle anderen Religionen fallen raus. Gott segne euch, liebe. Macht's gut, bis später oder bis morgen. Bis dann, mein Bruder. Danksagung darbringen für alle Menschen, seht ihr? Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, unsere Politiker und alle. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aha! Der Gott der Bibel möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Wahrheit kommen. Aha! Der Gott des Islams möchte die Hölle mit Menschen führen. Aha! Aha! Guck mal hier. Petrus 3,9.
2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht seine Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum hat zur Buße. Aha, der Gott der Bibel will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Aha. Aha, so ist das also. So ist das also. Danke, dass ich dem wahrhaftigen Gott folge und ihr dem Teufel. Ich komme sofort wieder, ihr Lieben. So, da bin ich wieder. Guten Abend, Amir, wie geht's dir? Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, deine auch. Bist wieder auf Kehrwoche machen, ne? Ich bin wieder hier am Herzologie betreiben. Ami, guck mal, du machst zwei Fehler in meinen Augen. Okay? Ja. Fehler 1 ist, du hast die Detonation zu schnell explodieren lassen. Und Fehler 2, du wirfst die zu schnell raus. Du musst die ein bisschen reden lassen. Dann ja, ich hab keinen Nerv mehr. Wenn ich merke, dass die Leute ignorant sind, dann hole ich lieber jemanden, mit dem ich ein vernünftiges Gespräch führen kann. Weißt du, und speziell jetzt, guck mal, wie passend das ist. Wie ich dir gesagt habe und versprochen habe, ich werde dir so ein bisschen forschen. Dachte ich mir heute, komm, war irgend so eine kleine Messe hier bei uns in so einer Kirche, weißt du? Ich so, geh mal rein, hab abgewartet, bis so die Leute rausgehen, um damit sie sich auch sicher fühlen, halt die da, der Pfarrer und alles Mögliche. Ja. Bin dann so rein. Dann habe ich gesagt, ich so, ja, guten Tag, ich bin Moslem. Wollte die mal so ein bisschen kitzeln, weißt du? Was eine Reaktion die geben. Mhm. Was Antwort war. Hier spielt es keine Rolle, was du bist. Gottes Haus ist für jeden offen. Ich so, okay. Ist so gut. Und dann sagt diese, habe ich so gefragt, ich so, angenommen, wenn ich jetzt Christ wäre und aus dem Christentum rausgehen würde, was würde mich für eine Strafe erwarten? Dann haben die sich erstmal so angeguckt, mich angeguckt, dann haben die gesagt, die so, also wir würden das traurig finden, aber ist ja deine freie Entscheidung und du musst halt damit klarkommen. Weißt du, wieso sollen wir dich bestrafen? Mich ja, weil die das nicht kennen, ja. Weil im Islam das Ganze ja so ist. Ja,
Das ist echt heftig so, weißt du? Dann sage ich mir so, okay, und dann heute Morgen nach der Schicht, weißt du, nach Arbeits-, also Schichtübergabe, bin ich in die Umkleidekabine reingegangen. Und dann war so ein afghanischer Arbeitskollege. Das hat mich schon immer gewundert, warum der sich immer wartet, dass erst alle rausgehen und dann erst umzieht. Und heute habe ich es bis dann länger gebraucht. Bist du aus Baden-Württemberg? Ja. Merkt man es gleich, ne? Wo denn, aus Stuttgart? Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall dann, weißt du, gehe ich so rein, sehe ich so, hat er so ein betende Hände mit dem Rosenkranz und ein Kreuz dran, ein Tattoo. Dreht sich um, kriegt voll den Schock. Und dann sage ich so, alles okay. Und so nebenbei, der heißt auch wie du, Landsmann will ich jetzt nicht erwähnen, aber auf jeden Fall, es war Moslem, sag mal's mal so. Und dann sagt er so, hey Bruder, bitte tu mir nichts. Ich sage, wieso soll ich dir was tun? Ja, wegen meinem Tattoo, du bist doch Moslem. Dann sage ich so, Bruder, was soll ich dir antun, habe ich so gesagt. Du kannst doch glauben, was du willst. Außerdem sage ich dann, ich bin momentan selber am Zweifeln. Der so, echt jetzt und so. Ich so, ja, ich verfolge zurzeit seit paar Tagen verfolge ich so den Ding, Ex-Moslem, sage ich so. Der so, was er sagt? Hey, ich finde den so cool und so, bleib dran. Das war Bestätigung, Gazi, siehst du? Das war Bestätigung, als du das gebraucht hast, siehst du? Ich hab's dir gesagt. Da dachte ich mir auch so, hey, gestern, weißt du, wir haben so geredet, wo ich doch noch gesagt habe, als ich mich verabschiedet habe, hey, ich fühle mich irgendwie voll frei. Ich so, Alter, guck mal, wie kommt das jetzt? So, weißt du? Das war heftig, das Gespräch gestern, ey. Das war echt gut. Da siehst du, der Herr, der zieht dich, der will dich haben. Der sagt, komm in meine Herde, Gazi, und lass mich dein Hirte sein. Ja, wie gesagt, ich muss mich noch da ein bisschen beschäftigen. So, gucken wir mal. Kriegt man schon irgendwie bestimmt hin. Ja, das wäre heftig, wenn du dann hier reinkommst und den Herrn dann annimmst, ne, vor allen Leuten. Halleluja. So. Guck mal hier. Ich lese dir mal was vor. Das ist auch für alle Geschwister und alle, die hier drin sind. Johannes 10 ab Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht dem Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerreißt die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe hier. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, die gesamte Menschheit. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Wenn Jesus ein Prophet ist, wie hat er Vollmacht, sein Leben zu lassen und sein Leben zu geben? Kann er sein Prophet? Nee.
Guck mal hier. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und er ist von Sinnen. Weshalb hört ihr ihn auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringen ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt mir nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Ein Prophet sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Nee. Nee. Mm-mm. Wer kann uns ewiges Leben geben? Nur der Herr. Amen. So sieht's aus. Du bist doch nicht mal als Christ und checkst das. Guck dir das mal an, Ghazi. Ja, also ich sag mal, wenn man ja jetzt logisch gesagt, sagt ja sogar kein Prophet, betet mich an, betet Gott ja. an. Ja. Oder? Also deswegen hat das ja keinen Zusammenhang. Also weißt du, wie ich meine? Sowieso. Und wem allein gebührt die Ehre? Gott oder nicht? Ja. Und der Herr Jesus Christus sagt, wer mich nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Ja. Wem sollen wir also ehren? Gott. Und der Herr Jesus Christus sagt, wenn ihr nicht mich ehrt, so ehrt ihr gar nicht Gott. Ja. Pass auf. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich denn steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines deiner guten Werke wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die Juden haben Jesus Christus sofort, also die haben ihn erkannt, ne, dass er die ganze Zeit diese blasphemischen Aussagen trifft. Die haben ihn ja der Blasphemie beschuldigt. Gotteslästerung, er hat sich selbst zu Gott gemacht. Jesus antwortet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter, wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging. Und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lässt das, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt ihr mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also Gott ist in mir und ich bin in Gott. Kann das ein Prophet sagen? Nein. Absolut nicht. Da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen und er zog wieder jenseits des Jordans an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Halleluja. Die Menschen haben an den Herrn sofort geglaubt. Ne? Amen. Amen, Amen. Aber auf jeden Fall, auf deinen Raten habe ich so ja gestern auch so Sachen mir angehört, so weißt du, während der Arbeit kann ich ja machen, weil ich ja an der Maschine und so arbeite. Ja, Hammer. Ist mir eins aufgefallen. Vieles, was den Islam angeht, ist sehr Ding von dem Christentum übernommen. Sehr viel. Ja. Mhm. Nur, ich glaube, so ein bisschen überarbeitet, sage ich jetzt mal. Und dann denke ich mir so, guck mal, nehmen wir mal jetzt Moses, Jesus, die haben alle gelitten und die Menschen wurden durch den ihr Leiden irgendwie erleuchtet. Weißt du, jetzt zum Beispiel Moses und so, wo er
wo er mit der, also mit seinem Ding, mit der Herde, sage ich jetzt mal, gelaufen ist und verfolgt wurde und so wurde. Aber nehmen wir jetzt mal Jesus Christus, der sich ja extra Ding kreuzigen lassen hat, quasi um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Und seine letzten Worte waren ja sogar noch: O Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So sieht's aus. Und dann denke ich mir so, habe ich mir so ein bisschen geguckt, alles so bei dem Islam immer so schön, 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 schön. Und dann kommt der Dschihad. Und dann sehe ich da so immer nur Schlachten, immer dies, immer das, aber wir haben uns nur verteidigt. Ja, dann frage ich mich, wenn du dich verteidigst, wie kannst du größer werden? Ja, aber ehrlich, wie kannst du so viel Territorien erobern durch Verteidigung? Wie geht sowas denn? Das ist aber eine heftige Verteidigung. Ich dachte, man verteidigt sein eigenes Land, aber wie kann man auf einmal so viele Länder erobern? Durch Selbstverteidigung? Ja, gute Frage, ne? Ja, sie, die verarschen einen so von oben bis unten, ne? Die belügen sich selber. Der Islam ist so eine Grausamkeit, ne? TikTok-Sport. So, und wenn das immer wieder schief geht, dann wie diese gegeneinander hetzen. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich diesen Namen hier nennen soll. Wenn du es mir erlaubst, mach ich's, aber ich sag mal, so gibt ja, da gibt's ja einen, der sogar ja unten in Syrien war, geworben hat für die bestimmte Gruppierung, ne? Mhm. Dann kam er ja zurück und wurde verhaftet beim Knast. Mhm. So, plötzlich geht er an den Fernseher und sagt Ding, ja, hey, der Staatsschutz ist doch nicht so schlimm. Und dann sieht man mit die Leute, was immer mit dem waren, plötzlich, wie die sich gegenseitig Ding fertig machen. Ja, weiter. Ja, auf jeden Fall so, weißt du, dann denke ich mir so, hä? Oder wie die sagen so, wie die sich halt immer gegenseitig dann auch bekriegen. Guck mal, weißt du, ich hatte auch eine Zeit lang, war ich auch mit so, sage ich mal, so extremen Leuten unterwegs. Mhm. Anfangs war alles schön und gut. Und bis dieser Syrienkrieg ausgebrochen ist, und da hat es bei mir schon angefangen zu rattern, sage ich jetzt mal. Anfangs, bin ich dir ehrlich, bin ich auch wie so ein blinder Huhn hinter denen hergelaufen. Mhm. Weil ich ein guter, treuer Mitläufer, muss ich ehrlich zugeben. Plötzlich ging es da und dann sagt er so, sagen die zu mir, Bruder, wir müssen runter, wir müssen runter. Dann sage ich, ja, wo, weißt du, warum müssen wir runter? Ich habe noch nicht so viel Wissen, habe ich so gesagt, um jetzt Dschihad auszuführen. Wahnsinn, weißt du? Die haben versucht, mit der Gehirnwäsche zu praktizieren. Wo, und wie, weißt du, wie, Alter, und ich habe da echt systematisch gleich geschnallt, dein Unwissen, wie die sich das genommen haben und das versucht haben umzudrehen. Okay, bis dann ein ich kennengelernt habe, da wurde halt unten verwundet und dann ist er halt irgendwie, weil er ohnmächtig war oder so und weil er nah an der türkischen Grenze war, haben die in die Türkei verfrachtet. Okay, und dann haben die aber in der Türkei, haben seine Verwandten, weil der aus einer großen Familie kam und die Verwandten hier in Deutschland dort angerufen haben, hatte der halt Glück gehabt, dass halt sein Onkel da so, sag ich mal so, Ding, Connection hatte in den höheren Posten. Da sind sie dahinter gekommen, dass das der ist. Deswegen konnte der nicht mehr zurück. Und der hat gesagt, hey, das war mein Glück, dass ich verwundet worden bin. Dann habe ich gesagt, warum? Da hat er mir so erzählt, der so, wenn du kannst, hau hier ab. Die verarschen dich nur von vorne bis hinten. Sag ich, okay. Der sagt so, hey, glaub mir, der war in einen Kampf verwickelt. Der hat gesagt, das ging stundenlang. Wirklich, das ging so, irgendwann mal gehe ich so hin. Weißt du, er hat so gar nicht mehr machen. Du weißt ja, was das ist. Ja. So, gehe ich so gar nicht mehr machen, dann sehe ich, da liegt einer. Weißt du, also ein Toter. Ich gucke den Mann, so Bart wie ich, sieht aus wie ich. Sag ich, okay, dann tue ich meine Hand in seine Tasche, was kommt raus? Koran. Dann sage ich so, okay. Dann sagt er so, hey, ich habe mich so schlecht gefühlt, also ich weiß gar nicht, auf wem ich schieße. Also das sind doch auch Moslems, wie kann das sein? Wie kann man das für gut heißen und so, weißt du? Und dann hat, weil er nicht weg konnte, weil er auch Angst hatte, dass wenn er abhaut, dass sie ihn umbringen und so, hatte der halt, sagen wir es mal so, auch wenn es krass ist, Glück gehabt, dass er halt verwundet worden ist. Und dann ist er abgehauen. Der sagt so, hey, geh hier weg. Glaub mir, ich will mit denen auch nichts mehr zu tun haben, aber die lassen mich nicht mehr los. Also du bist noch früh. Du bist im Anfang des Weges und so hat er zu mir gesagt, geh weg, weißt du so.
Bei dir denken sie ja Idiot oder sowas, aber bei mir ist es schon vorbei, hat er so gesagt. Der war damals ein Ding, Nähe Dortmund, Ibbenbüren, wenn der das was sagt. Ibbenbüren, ja, kenne ich. Da sind mir Bomben immer von Stuttgart nach dorthin gefahren. Und da haben sie immer versucht, uns zu impfen. Heftig, ja, das sind Rattenfänger, ne? Also die Muslime haben es richtig drauf. Ich hatte das ja selber mitbekommen gehabt, dass so ein Deutscher, mit dem ich da unterwegs war, der konvertiert war, die haben versucht, mit den übelsten Gehirnwäsche zu praktizieren. Hat er mir das erzählt, meine Dame, die haben mit mir über Dschihad geredet und sowas, dass sie mich ausrüsten und dass sie mich dann in ein Kriegsgebiet schicken und so. Ich dachte mir, das ist krank, unglaublich. Man muss die Muslime, die Dauerteams muss man absolut unter Beobachtung stellen. Ne? Absolut. Alle Dauerteams, alle. Ja, also ich sag mal so. Deswegen haben ja auch die ganzen Eltern ja Angst um den Islam, um ihre Kinder. Sie wollen nicht, dass die sich mit dem Islam beschäftigen und haben Angst um ihre eigenen Kinder. Weil es kann sein, dass sie in die Hände von irgendwelchen Rattenfängern kommen. Sie verpasst ihnen auf einmal eine Gehirnwäsche und dann, ne? Ja. Das Kriegen sie ist auf ja. einmal eine pure Gehirnwäsche und wandern auf einmal aus und ja, dann kommen sie aus diesem Wahnsinn auch nicht mehr raus. Ne? Aber das geht echt schnell. Also du merkst immer so, also ich kann dir das nicht so richtig erklären, weißt du? Also wie soll ich dir sagen? Du redest zum Beispiel, guck mal, wie ich gesagt habe, ich frage. Und dann merken sie, sobald sie merken, du bist halt Ding, so ein bisschen fitter im Kopf, du schluckst nicht gleich alles, hinterfragst Sachen, dann drohen sie dir gleich mit, so du drehtest aus. Pass auf, wie du redest. Und dann fühlst du dich schon mal in die Enge getrieben. Und dann kommen sie so mit Sachen, mit A jetzt, weißt du? Und damit kriegen sie dich. Und dann jedes Mal machen sie dir so ein schlechtes Gewissen. Ja. Und jedes Mal denkst du, oh Gott, ich darf so nicht denken. Oh Gott, weißt du, der Teufel tut mich gerade bearbeiten, weißt du? Und so. Das ist das Zweite, was die immer so verwenden. Guck mal, mit dir, kann offen und ehrlich reden. Ich kann dir jede Frage stellen. Du versuchst, also du gibst mir auf jedes, bis jetzt hast du mir auf alles eine Antwort gegeben. Und das läuft jetzt ein. Weißt du, wie ich meine? Nicht so, hey, nein, hey, komm, geh mal weg. Natürlich, wenn ich jetzt anfangen werde, dich zu beleidigen. Oder was mir auch gezeigt hat, was dich persönlich angeht. Du hattest Beef mit einem, so ein Internet-Hodger, sage ich jetzt mal, ja? Guck mal, der hat nicht einmal, anfangs hat er so versucht, dich zu widerlegen. Ja, natürlich hast du den Amir, Dr. Sheikh Abu Amir, der hat natürlich die Bombe gleich zu schnell wieder gezündet. So. Auf jeden Fall, mit was kommt er, mit was will er dich zerlegen? Mit deiner Vergangenheit. Wo ich mir dann Ja. denke, hey, was hat jetzt So. die Vergangenheit von diesem Jungen bei dieser Thematik zu suchen? Wir sind alle Sünder. Wir haben alle unsere Sünden zu tragen. Wenn ich ein Problem habe, Selber hat der voll die Leichen im Keller und dann kommt er bei mir vor meiner Haustür kehren. ja, Das ist unglaublich. weißt du, ich denke mal, okay, gut, hat der Junge halt was in seiner Vergangenheit verbockt, ja, passiert. Traurig oder schade, aber weißt du, guck doch nach vorne. Guck mal, was er jetzt macht. Du kannst ihm sagen, hey, Armin, du bist meiner Meinung nach auf dem falschen Weg, komm, debattieren mir, tu mal, komm, zeig mir mal dies, das. Dann denke ich mir so, oh Gott, jetzt so, weißt du, so richtig sich selber Ding ins Knie geschossen. Weißt Ja, das ist das, ne? du? Sie selber haben unzählige Sünden, unzählige Fehler und dann kommen die und suchen in deinem Leben, ne? Das ist so unglaublich, ne? So ungerechte Menschen. Ja, aber weißt du, das Thema ist doch Islam und Christen. Du sagst ja, guck mal, das und das. Und dann Weißt du? kommen die mir mit meinem Leben. Das ist unglaublich, ne? Weißt du, was ich meine? Geht es hier um mich und meine Sünden und meine Fehler oder worum geht es hier? Das ist doch Ja. so bekloppt. Da dachte ich mir auch so. Oder Ding, wo du Abu Najid zerlegt hast. Pia Vogel. Auch nur kurz und knapp. Ja, hättest du das gesagt, wäre das Thema gegessen. Bumm. Weiter. Ja. Bleib mal dran hängen. So sieht's Weißt aus. du, was ich meine? Ihr habt dich echt gut verfolgt. Also wirklich. Ich habe da echt viele Videos auch mir reingezogen, die Tage und was weiß ich, werde ich noch weiterhin machen. Aber Ja, das sehr Beste, cool. wo Ich wünsche der mir von eine. ganzem Herzen, dass du zum Glauben kommst, Kasi, ne? Der Herr Jesus Christus liebt dich, ehrlich. Gib mir noch ein bisschen Zeit, Bruder. Ich muss noch ein bisschen forschen, bitte. Auf Mach jeden das, mach Fall. das.
Hier wird niemand unter Druck gesetzt. Wir wünschen uns nur so von ganzem Herzen, dass du eine Entscheidung für ihn triffst. Aber ich glaube, du merkst schon, dass irgendwas in mir ist. Mit jedem Gespräch wird es irgendwie immer Ding besser und keine Ahnung. Aber wie der Herr dir auch Zeichen gibt, ne? Du siehst auf einmal einen Kollegen oder was und dann sprichst du ihn an und dann der guckt auch immer meine Sachen, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Dann denkst du nur so, krass, ich habe noch gestern mit dem geredet und dann heute sowas. Ey. Ja, weißt du, was er noch gesagt hat, wo ich mich von ihm verabschiedet habe? Sagt er so, pass auf, nicht, dass die Bären aus dem Wald kommen. Dann sage ich, Herr Bären, der so, guck mal das Video an. Ja. Herr Bären. Ich sage, Alter. Ja, der Allah hat einen Hund. Wisst ihr das, ihr Lieben? Der Allah hat einen Hund. Ehrlich. Okay. Glaubt ihr mir nicht? Guck mal hier, Ghazi, guck dir das mal an. Allah hat einen Hund, wirklich. Okay, lies vor. Ich lese dir vor, guck mal hier. Das ist Sure 53, Vers 1. Und dazu die Auslegung, Tafsir, guck mal hier. Das ist unglaublich. Schauen wir mal. Ibn Abbas, gucken wir, was der sagt. Das bleiben wir so, mal gucken, bei Wahhabi. Kein Tafsir. Was ist mit Angelina? Ne. Moment. Das muss uns die Mariam vorlesen, das ist im Arabischen. Okay. Das ist das Problem, da komme ich nicht rein in die Tafsir, schade. Das ist Sure 53, Tafsir al-Tabari. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe den Tafsir hier vor mir, guck mal, das ist der Tafsir von al-Tabari. Man sieht nur diese Breaking News. Da, ja. Seht ihr das, Tafsir al-Tabari? Ich muss das mal kopieren. Also. Auf jeden Fall kann das jeder von euch machen. Sure 53, Vers 1, und das ist der Tafsir von At-Tabari. Da müsst ihr den aufschlagen, dann findet ihr das. Allah hat einen Hund. Das ist unglaublich. Warte, ich versuche das mal zu kopieren. Mal gucken, ob das hier klappt, dass ich das dann vorlese. Mhm. Wo ist denn Mariam? Ist Mariam hier? Ich glaube nicht. Nee. Ich muss die mal. Wo ist Younes? Warte mal.
Ich werde das Ganze jetzt selber kopieren. Mal gucken, was Google Übersetzer sagt. Da schreibt Coca-Cola, hat der Pitbull gehabt. Aber du bist echt die Härte, Alter. Einfach Allah hat einen Hund. Aber ich dachte, die Hunde sind unrein. Warum hat denn Allah ein unreines Tier? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Weißt du, was komisch ist? Hund ist ja eigentlich ein treues Tier, ne? Ja. Du darfst keinen Hund, also du darfst einen Hund besitzen, nur wenn du es für deine Arbeit benötigst. Quasi nicht auf die Schafherde aufpassen und so. Okay? Dann sagen sie, aber eine Katze darfst du mit nach Hause nehmen, also in der Wohnung aufbewahren, aber eine Katze ist ein undankbares Tier. Ja, du weißt ja, dass Katzen für schwangere Frauen ultra gefährlich sind, ne? Okay. Und das hat der Mohammed also erlaubt, so Katzen, die so gefährlich sind. Der wusste gar nicht, dass die für schwangere Frauen ultra gefährlich sind, ne? Ah, hier, guck mal hier. Ich habe den jetzt kopiert und das kam dabei raus. Jeder kann das machen. Tafsir al-Tabari zur Sure 53, Vers 1. Bishr erzählte uns, er sagte, Yazid erzählte uns, er sagte, Said erzählte uns, also das ist eine authentische Überlieferungskette, auf die Autorität von Qatada beim Stern. Wenn er herabsteigt, dein Begleiter wird nicht in die Irre gehen oder in die Irre gehen. Er sagte, Utba bin Abi Lahab sagte, ich glaubte nicht an den Herrn des Sterns. Also sagt der Gesandte Gottes, Gottes Gebete und Friede seien auf ihm. Hast du keine Angst, dass der Hund Gottes dich fressen wird? Er sagte so, er machte einen Handel in den Jemen. Und während sie heiraten, hörte er die Stimme des Löwen und sagte zu seinen Gefährten, ich werde gefressen. Sie starrten ihn an und er schlug ihnen die Handflächen. Sie schliefen, dann kam er, bis er ihn nahm, und sie hörten nur seine Stimme. Ibn Abdullah erzählte uns, er sagte, Muhammad bin Sa'ur sagte uns, er sagte, Muhammad sagte uns mit der Autorität von Qatada, der Prophet Gottes Gebete und Frieden seien auf ihm, rezitierte beim Stern, wenn es heranstieg, und Ibn Labi Lahab sagte, das dachte ich, er sagte, sein Name ist Utba, und ich hebe nicht dem Herrn des Sterns geglaubt, so sagte der Prophet Gottes Gebete für den Herrn, pass auf, dass du nicht vom Hund Gottes gefressen wirst. Er sagte, dann schlug er sich auf den Kopf. Er sagte, Ibn Tarus sagte mit der Autorität seines Vaters, dass der Prophet Gottes Gebete seien auf ihm und Frieden mit ihm, sagte, hast du keine Angst, dass Gott seinen Hund auf dich loslassen wird? Heftig, ne? Ja. Habt ihr Muslime keine Angst, dass der Allah seinen Kelb auf euch loslassen wird? Mit einer authentischen Überlieferungskette, sein Chihuahua. Das kannst du keinem erzählen, ne? Das stimmt wirklich. Ich kopiere ihn und dann tue ich ihn hier einfügen für euch. Allah hat einen Kelb, einen Hund. Ein Pudel, ja, eventuell auch ein Pudel. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einen Kangal oder sowas, ne? Kangal, Rottweiler, weiß man nicht. Auf jeden Fall, Allah hat ein unreines Tier bei sich.
Wo ist das denn? Ist das über dem Thron, das Tier, oder ist es unterhalb des Thrones? Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Was sagst du eigentlich zu den Sufis? Das ist ein Mystiker, das ist eine absolute Sekte im Islam. Ne? Das ist so wie Zeugen Jehovas bei den Christen. Ne? Hast du schon mal Videos von denen gesehen? Die machen Breakdance in den Moscheen. Ich dachte so, okay, Alter. Ich habe mich totgelacht, ey. Die Sufis sind heftig, ey. Die drehen sich 8 Millionen Mal im Kreis. Kein Wunder, dass die so einen Rappel im Kopf haben, ey. Das ist unglaublich. Ich hab wirklich so ein Video gesehen. Ich bin erschrocken. Der macht richtig Elektro-Boogie und Mühle und so. Ich so, hä? Da gibt es Videos, wie so Street Fighter Hintergrund gemacht werden. Oh, you kid! Oh, you kid! Da machen die so komische Dinge so. Oh. Mystiker. Ihr müsst das mal eingeben. Sufis in Deutschland. Ihr lacht euch kaputt. Das hat ja nichts mehr mit Islam zu tun, ey. Da kommt der Yoga Fire raus. Yoga Fire! Oh Mann. Naja. Okay, Gazi, hast du noch eine Frage? Dann hole ich den nächsten, weil langsam, aber sicher ist. Ja. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich dir auch, Gazi. Du bist immer herzlich willkommen, ne? Ich weiß. Okay. Also, Gott ciao, ciao. Nicht, mein Lieber. Okay, ciao. Guter Mann, der Gazi. Gott segne ihn und seine Familie. Yoga Flame. Boah, der Abend ist schon. Ich mache noch ein paar Minuten, dann gehe ich langsam zu Bett. Das war's dann. Assalamu alaikum. Walaikum salam, wie geht's dir? Bruder, ich hab eine Frage, ne? Guck mal, ohne viel Politik, dies, das, Adidas. Du bist ja Ex-Muslim. Du bist jetzt Ex-Muslim, ne? Ja. Was war der Grund, warum du jetzt Ex-Muslim bist? Ich habe das Leben von Mohammed studiert und habe mir gedacht, das kann kein Prophet sein. Okay, und was bist du jetzt so? Was ist jetzt deine Religion? Ich habe keine Religion, ich folge dem lebendigen Gott Jesus Christus nach. Guck mal, das Ding ist, das sagt schon, dass du einfach keine Ahnung von dieses Leben hast. Okay, was ist denn Ahnung haben von dem Leben nach deiner Meinung nach? Der war noch nie Muslim. Erstens das. Ja, nein, aber jetzt ohne Politik. Nein, nur ihr wart Muslime. Wir bleiben Muslime. Nein, okay, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, nach Gott zu suchen. Und der Herr Jesus Christus wird sich von euch finden lassen. Das sagt auch Jeremia 29,13. Aber du redest über... Das ist ein bisschen komisch, ja? Bitte? Du sagst selber, du glaubst an nichts. Aber jetzt kommst du... Ich habe nicht gesagt, ich glaube an nichts. Ich habe gesagt, ich habe keine Religion, weil Gott niemals eine Religion gegründet hat. Und ich habe eine andere Frage. Guck mal, dann... Bei Christen ist ja fast dasselbe wie bei Muslimen. Warum kritisierst du nicht die? Warum jetzt ausgerechnet Muslim? Was ist denn da so gleich bei Muslimen und Christen? Die dürfen zum Beispiel Schweinefleisch essen. Es gibt schon viele Gründe, das weißt du auch selber. Ne? Und das soll jetzt unsere Gemeinsamkeit sein, oder was? Noch eine letzte Frage. Ich hab mal eine Frage an dich, ne? Du hast keine Religion, du folgst aber Jesus, ne? Ja, richtig, ja. Also, so wie ich es mitbekommen hatte, sagt man bei euch, Jesus ist Gott. Und dann gibt es aber nochmal, neben Jesus gibt es noch einen Gott, richtig? Dieser Gott hat sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart. Also, der Jesus hat sich selber zu einem Menschen gemacht. Ich meine, der Gott hat sich selber zu einem Menschen gemacht. Genau, der Sohn Gottes wurde Mensch. Okay, was ist der Grund dafür? Weil er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Aber warum sollte das Gott machen? Weil er uns liebt. Aber das macht doch keinen Sinn. Wärst du bereit, für deine Kinder dein Leben zu geben? Für wem? Für deine Kinder. Für meine Kinder mein Leben zu geben? Ja. Ja, bin ich. Ich bin bereit dazu, meinen Kindern, für meine Kinder mein Leben zu geben. Ja, genau.
Und das ist die Liebe Gottes. Und das ist die Liebe Gottes. Gott wusste, dass wir das nicht schaffen werden. Und er hat die Form eines Menschen angenommen und für seine Geschöpfe bezahlt. Ah, okay. Ist aber nicht Gott allmächtig? Natürlich ist er allmächtig. Okay, wenn der doch allmächtig ist, wieso sollte er sich selber erniedrigen und zu demjenigen machen, den er erschaffen hat? Aus Liebe heraus. Aber wenn du ein König wärst, würdest du zu deinem Kind runtersteigen und dein königliches Kleid ausziehen und die Strafe auf dich nehmen, die dein Kind auf sich genommen hat? Oder würdest du sagen, nee, ich bleib lieber bei meiner Majestät? Nee, ich würd alles für meine Familie tun. Das ist ja, also siehst du, Gott macht auch alles für seine Geschöpfe. Aber das beantwortet nicht meine Frage, weil guck mal, also, du musst dir so vorstellen. Das ist deine Frage. Du musst dir das Ganze so vorstellen, ich kritisiere dich ja gar nicht. Ich stell dir eine Frage. Ich nehme das auch gar nicht als Kritik an. Ich versuche dir nur aus meiner Perspektive das Ganze zu erklären, aber du möchtest das partout nicht begreifen. Nein, nein, ich verstehe das einfach nur nicht, diese Meinung dahinter. Ja, siehst du, wenn du das nicht verstehst, dann hast du dir schon von vornherein in deinen Kopf gesagt, ich möchte es auch nicht verstehen. Verstehst du? Das ist das. Okay, wir gehen jetzt rein von der Logik her. Ne? Ja. Wenn du allmächtig wärst, Astaghfirullah, wir geben dir jetzt, sagen wir mal beispielsweise, ne, du hast die Chance dazu, etwas zu erschaffen, ne? Und du bist der Schöpfer von dem, was du erschaffen hast. Astaghfirullah, immer voraus, ne, sag ich schon mal. Ja, ich verstehe. Würdest du dich neben deine Schöpfung stellen und sagen, wir sind gleich? Nein. Würdest du dich für deine... Der Jesus Christus hat auch niemals gesagt, dass seine Schöpfung gleich ihm ist. Der Herr Jesus Christus ist das vollkommene Beispiel, wie wir leben sollten als Menschen. Lass mich ganz Der Jesus Christus steht über allem. Verstehst du? Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du kannst ja nicht Gott mit uns vergleichen. Das ist das Problem, was wir haben. Er kam in das Sein und er war sündlos. Laut Koran ist er auch sündlos. Warum muss er im Koran denn sündlos sein? Okay, guck mal, Gott ist ja sündlos, richtig? Ja, deswegen, warum war der Herr Jesus Christus als einziger sündlos? Also ist er Gott? Kein Problem, lass mich ganz kurz ein paar Sachen sagen. Ja, warte, überleg mal ganz kurz, mein Lieber. Du hast gesagt, nur Gott ist sündlos. Warum muss Jesus Christus im Koran sündlos sein? Gott ist sündlos, aber Jesus nicht. Warum ist Jesus Christus sündlos im Islam? Ist er nicht. Wir alle Menschen machen Fehler. Sure 19, Vers 19. Warte mal ganz kurz. Du hast gerade Jesus zu Gott gemacht, ohne es dir bewusst zu sein. Hast du gerade gesehen, wie du den Islam vernichtet hast? Ich habe gesagt, Gott ist sündlos, weil wie soll Gott Sünden machen? Er hat uns erschaffen. Siehst du, und Jesus Christus hat niemals gesündigt, laut Allah. Aber nicht Jesus. Jesus, Isa hat niemals gesündigt. Kannst du jeden Muslim fragen? Warte ganz kurz. Warte, ich schaue doch ganz kurz nach. Bester Mann, ehrlich. Wie hieß der Vers? Surat Al-Maryam, Sure 19, Vers 19. Maryam. Vers? 19. Vers 19. Wir schauen jetzt nach. Ja. Gerne. Hier steht nichts darüber, dass er sündlos ist. Dann lies uns mal bitte vor. Hier steht: Und ich schenke dir einen reinen, einen lauteren Sohn. Nein, das ist ein komplett anderer Vers, den du da meinst. Aber bei euch steht ja, der ist der Sohn Mariams, ne? Ja. Kann der dann Gott? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn bei dir, ja. Sorry. Das hat echt gar keinen Sinn bei dir. Ja. Nein, warte, ich hab eine. Nachgeschaut nach dem Vers, aber bei dem Vers, den du gesagt hast, steht das gar nicht. Eine andere Frage. Der Satan hat der Macht über alle Menschen oder nur über gewisse Menschen? Wie meinst du das? Stell die Frage mal bitte konkreter. Ja, also hat der Satan Macht über Menschen im Allgemeinen, über jeden Menschen, oder gibt es da Ausnahme? Der Scheitan hat gar keine Macht über Menschen. Gar keine Macht über Menschen? Der Scheitan hat doch gar keine Macht über Menschen. Wie soll er denn Macht über Menschen haben? Weil hätte der Scheitan Macht über Menschen, dann würden wir doch alle schon sündigen, wie er es wollen würde. Scheitan ist dafür da, uns in die Irre zu leiten.
derjenige, der sich in die Irre leiten lässt, der über denjenigen hat er dann Macht. Weißt du? Wessen Eigenschaft, Tamer, wessen Eigenschaft ist das denn, die Menschen in die Irre zu führen? Die Eigenschaft des Teufels, oder nicht? Warum sagt denn Gott, ich bin derjenige, der die Menschen in die Irre führt? In Sure 13, Vers 27, Sure 16, Vers 93, Sure 35, Vers 8. Warte, da schaue ich jetzt nach, weil gerade hast du mir auch einen falschen Vers genannt. Ich habe den nur richtige Verse genannt. Ein Moment. Entschuldigung, Amir, darf ich was sagen? Warte, Mariam, einen Moment, bitte, warte ganz kurz. Sag mal nochmal Vers. Sure 13, Vers 27. Sure 13, Vers 27. Ja. Genau, da spricht Allah, ich bin derjenige, der die Menschen in die Irre führt. Du hast gerade deinen Gott zum Teufel erklärt. Okay, guck mal, ganz kurz. Ne? Ich habe Shaitan nicht zum Gott gemacht, ne? Nein, aber, du hast gerade, ich habe dich gefragt, wessen Eigenschaft ist es, Menschen in die Irre zu führen? Du hast klar und deutlich geantwortet, das ist die Eigenschaft des Teufels. Da habe ich gesagt, dann ist Allah der Teufel. Astaghfirullah. Du liest es doch mit deinen eigenen Augen. Du hast gerade deine eigene Religion vernichtet. Nein, habe ich nicht, weil wir haben gesagt, wir haben am Anfang des Gesprächs gesagt, Gott ist allmächtig, richtig? Ja, aber wir haben jetzt über was ganz anderes gesprochen, Mann. Wir halten fest, Gott ist allmächtig. Jesus ist bei euch auch allmächtig, richtig? Ja, also ist Jesus Gott. Nein, bei euch. Ich sag ja bei euch. Ihr glaubt ja daran, dass Jesus Gott ist. Ja. Okay, Jesus ist allmächtig, richtig? Ja. Bei euch. Also könnte er doch genauso die Menschen in Irre leiten, oder nicht? Macht er aber nicht, weil das nicht seine Eigenschaft ist. Der Jesus Christus führt niemanden in die Irre. Hä, Bruder? Ja, das Ding ist. Das macht keinen Sinn. Leute, wacht mal langsam auf. Ihr verarscht euch alle nur. Macht eure Augen auf. Bruder, habt eigene Meinung. Moment, darf ich auch mal was sagen? Moment. Guck mal, das gibt's doch nicht. Ich kann nicht mehr. Sie haben mit ihren eigenen Augen gelesen, haben ihre eigene Religion vernichtet, weil sie einfach reden, ohne nachzudenken. Das ist das Problem. Er hat gesagt, dass es diese Sure gibt's nicht. Du hast mir eine falsche Sure gegeben. Das ist ja ich natürlich habe ihm die richtige Sure gegeben. Er hat es mit seinen eigenen Augen gelesen. Sura Maryam, ja. Aya 19. Lies uns vor, Maryam, bitte. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا غلاما زكيا bedeutet einen reinen Sohn ja genau Leute, der Satan hat über jeden Menschen hier auf dieser Erde Macht. Guck mal hier, Muhammad sagt in Sahih al-Bukhari 3286, der Prophet sagte, warte, ich muss das ganz kurz hier mal so. Merkt euch das, 3, 2, 8, 6. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, wenn ein Mensch geboren wird, berührt ihn Satan mit seinen beiden Fingern an beiden Seiten seines Körpers, mit Ausnahme von Jesus, dem Sohn Marias, den Satan zu berühren versuchte, aber scheiterte stattdessen, die Plazentahülle berührt. Kann er nicht. Er kann den Herrn Jesus Christus nicht berühren. Er hat keine Macht über ihn. Ja, das stimmt. Ja, ich lese gerade die Sura auf Arabisch. Ja. Hier gibt es auch noch eins. Sahih al-Bukhari 3431. Abu Huraira said, I heard Allah's messenger saying, there is none born among the offspring of Adam, but Satan touched it. A child therefore cries loudly. Also ihr wisst ja, dass das Kind geboren wird und dann fängt es auf einmal an, direkt zu weinen und zu schreien. Das sagt der Mohammed, weil er Satan ihn berührt hat. Deswegen weint er. Cries loudly at the time of birth because of the touch of Satan, except Mary and her child, Isa. Then Abu Huraira recited, and I seek refuge with you for her and for her offspring from the outcast Satan. Siehst du? Ja. Voll, die ganzen Hadithe sind voll. Der Satan hat Macht über alle Menschen, außer Maria und Jesus. Ja. Sahih Muslim 2366c. The Satan touches every son of Adam on the day when his mother gives birth to him, with the exception of Mary and her son. Das ist Jesus. So sieht's aus. Ja.
Ja, das ist richtig. Siehst du, so sieht das aus. Aber das war gerade gut, ne? Habt ihr gesehen, wie die ihre eigene Religion zerbombt haben? Ey, unglaublich. Übel, 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 übel. Der dachte nicht, dass ich diese ganzen Verse im Kopf habe. Ne? Der hat nicht damit gerechnet. Der meinte, oh, das muss ich jetzt prüfen. Aber der war wenigstens ehrlich, hat gesagt, okay, dann gucke ich das mal. Und er hatte auf einmal gesehen, oh, der Dr. Sheikh Abu Hamid sagt ja die Wahrheit, das steht ja wirklich da. Ja, gefährlich. Richtig gefährlich, sowas. Hau du doch ab hier, Mann, hau ab hier, bitteschön. User, mach's gut. Hier, guck, tschüss. Hau du ab. Gott segne dich und deine Familie. Anwar, du kannst ja hochkommen und deine Atomphysik-Prüfung hier ablegen bei Dr. Sheikh Abu Amir. Anwar, komm hoch, zeig mir ein wenig deine Skills. Show me your skills, show me what you got. Nein, du sollst mich nicht bewundern, Salvi, du sollst den Herrn Jesus Christus bewundern. Keinen gebührt die Ehre als nur den Herrn Jesus Christus, nicht mir oder Mariam oder irgendeinen. Wir sind nur Sünder, wir sind nur die Diener des Herrn. Und ihm gebührt die Ehre. Johannes 5, 22. Amen. Johannes 5, 22. Ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Hey, Anua, komm mal her, das gleiche Evangelium, was du benutzt, Johannesevangelium, beweist eindeutig, dass Jesus Christus Gott ist. Komm, Atomphysiker, du. Achtung, Anua, lern, guck mal hier. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was der Vater tun sieht. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn das, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Kann ein Prophet sagen, das, was Gott tut, das tut auch ein Prophet? Unglaublich. Selbst also, dieser tut, das tut gleicherweise auch hier. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so auch der Sohn lebendig, welcher er will, seht ihr? Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er den Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ihr Lieben, ihr ganzen Christen, wie ehrt ihr den Vater? Wie ehren wir den Vater? Durch den Sohn. Nein, wie ehren wir Was denn meinst Gott, du? Maria? Wenn wir Gott ehren, Mariam, wie ehren wir ihn Ja. denn dann? Mariam? Ja, ich habe das, ich habe deine Frage nicht so richtig verstanden, mein Lieber. Anbetung. Richtig, Anbetung. Ja. Wenn wir Gott ehren, so beten wir ihn an, preisen ihn, loben ihn. Und dann Ja, sagt der Herr Jesus richtig. Christus,
Da sagt der Jesus Christus, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er den Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wie ehren wir den Vater? Indem wir ihn anbeten, preisen, loben, ehren. Ja. Also müssen wir auch den Sohn loben, preisen und ehren. Ganz einfache Mathematik. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und sie hören, und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er den Sohn des Menschen ist. Daniel 7,14, genau. Amen. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und siehst du, das lässt der Pier Vogel, den gesamten Kontext lässt er außer Acht und zitiert nur Johannes Vers 30, das war's. Das macht Pier Vogel und die ganzen Muslime. Johannes 17,4, Johannes 5, Vers 30 und diese ganzen anderen Stellen, die einfach alles aus dem Kontext gerissen sind. Heftig? Das ist die Aufgabe von den Muslimen. Und so wie sie die Bibel lesen, lesen sie auch ihren Koran. Nämlich mit null Geist, null Verstand, null Licht, nichts. So ist das. Ja. Traurig. Das ist alles von Kontext. Aber das alles, was da steht, dass Jesus der Richter ist, nein, interessiert sie gar nicht. Das interessiert sie nicht, nein. Ja. Hört man mich? Ja, ich höre dich. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie geht's auch gut? Ich habe eine Frage. Lass mal den ganzen Quatsch sein und beschützt lieber IBK von Manuelsen. Ich werde mir ein T-Shirt machen, wie ich den IBK von Manuelsen beschütze. Der Ex-Muslim schützt IBK von Manuelsen. Da muss ich ein Video machen. Demnächst. Du, kennst du das alles, Mariam? Diese ganzen Videos mit dieser ABK-Sache? Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz, ja, ist auch gut so. Ja, besser ja, so, nicht, genau. Das ist, hier, Cowboy. Das ist so ein Marokkaner, der hat Millionen von Abonnenten und dann hat er auf mich reagiert. Mhm. Und durch diese Reaktion wurden auch sehr viele Muslime auf mich aufmerksam und ich durfte die gepriesen sei der Herr Jesus Christus alle aufklären. Hammer, ne? Ja, das ist super. Er hat einen riesen Fehler gemacht. Er hat quasi Werbung für dich gemacht. Ja, richtig, genau. Und ich durfte sehr viele Menschen dann aufklären und sie zum Herrn führen. Halleluja, Amen. Sehr gut, Halleluja. Oh, verschone mich, Bayram, bitte. Bayram, der gibt nicht auf. Der gibt mir auf. Das ist gut so. Und dann irgendwann mal wird er Christ dann, ne? Am Ende. Ja, ich hoffe, das ist auf dem richtigen Weg. Ja, yeah, Next Level Mindset, das hört sich gut an. Guten Abend, mein Bester. Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bester. Ich hab nur zwei Fragen. Und zwar, du sagst doch, Jesus ist das Licht, der Weg und keine Ahnung und so weiter und so fort, ja? Ja. Yeah. Was ist denn mit den Menschen, die vor, was weiß ich, welcher Zeit gelebt haben, die Jesus gar nicht kannten? Die werden nach ihren Werken gerichtet werden. Und du kannst Gott vertrauen, dass er das perfekt und gerecht macht. Also die haben gar nicht die Chance gehabt, irgendwie den wahren Gott kennenzulernen, oder wie? Die hatten schon immer die Chance gehabt, den wahren Gott kennenzulernen. Immer schon. Jesus im Alten Testament wurde immer Blut vergossen. Jesus war doch gar nicht auf der Welt. Trotzdem haben sie durch Tieropferungen immer den Herrn dadurch besänftigt. Die mussten also immer Tier opfern. Aber nur Jesus ist doch der Weg und das Licht. Ja, richtig. Macht doch alles keinen Sinn, was du da erzählst.
Alles macht Sinn. Du musst alles im Kontext betrachten. Der alte Bund mit Israel und der neue Bund für uns Heiden mit Jesus Christus. Du sagst doch nur Jesus. Du vermisst alles. Du sagst doch, guck mal, schau mal. Du sagst doch nur Jesus ist der Weg und das Licht zum Gott. Bla, bla, ich sage Jesus, er sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, ja, aber diese Menschen haben das doch gar nicht gekannt damals. Die werden nach ihren Werken beurteilt. Da kannst du Gott vertrauen, dass er das schon gerecht macht. Was ist deine nächste Frage? Das ist doch Schwachsinn. Du musst Hand aufs Herz. Das ist doch Schwachsinn. Wenn das für dich Schwachsinn ist, warum kommst du hier weiter und machst die ganze Zeit weiter mit deinen komischen Äußerungen? Okay. Okay, guck mal, ich sehe, du hast keine Antwort darauf. Gut. Ich habe dir doch gerade geantwortet, dir gefällt das nicht. Das macht keinen Sinn. Ja, siehst du, das macht keinen Sinn, aber ich habe dir geantwortet. Das hat aber damit überhaupt nichts zu tun, ob mir das gefällt oder nicht. Das macht keinen Sinn. Das ist gefällt dir nicht, dass ich dir sage, dass Gott sie gerecht richten wird. Mach dir keine Sorge. Widerlegt alles, was du erzählst. Ja? Nein, der bleibt trotzdem Menschen, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Menschen haben gar keine Chance gehabt, den wahren Gott kennenzulernen, Jesus Christus. Wir haben doch den wahren Gott Israels kennengelernt. Und er hat sich im neuen Bund gezeigt in Jesus Christus. Wo ist das Problem? Also, okay, wo Moses mit Gott gesprochen hat, mit wem hat er gesprochen? Mit Jesus Christus. Mit Jesus Christus? Ja. Und der Gott hat auch gesagt, ich bin Jesus Christus, oder wie? Ja, er hat gesagt, ich bin der ich bin. Soll ich das beweisen? Mach, komm. Okay, pass auf. Auf. Ich gebe dir eine kleine Bibelunterrichtsstunde mit Dr. Scherabami. Hör zu und lerne. Ja, kannst du gar keinen Unterricht geben, aber versuch mal. Ja, ich versuche mal. Mal gucken, ob dein Gehirn schaltet, wenn es hier oben klickt. Mein Gehirn arbeitet 180. Okay, perfekt. Super. Auf. Johannes 8, Vers 56 bis 59. Ich zitiere. Okay. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Pass mal auf. Du hast gerade gefragt, wer hat mit Mose im Dornbusch gesprochen, richtig? Mhm. Erzähl okay, mal. Schauen wir mal nach. Zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Erzähl mal aus deinem Märchenbuch auf. Okay, du möchtest nicht zuhören, möchtest du gestumpft werden oder raus? Erzähl doch mal. Okay, dann sei ruhig und lerne und hör auf hier zu beleidigen mit Märchenbuch und sonstiges. Weil du willst, dass ich den rauskicke, ja? Du willst, dass ich den raustue, ne? Weil du weißt, dass du jetzt auf einmal eine Packung bekommst, richtig? Schau mal, du kannst deine Meinung sagen, aber mir was beibringen, lernen, als Lehrer da sich hinstellen. Ja, du siehst doch, dass ich mehr Ahnung habe als du. 10 Millionen Mal mehr Ahnung habe als du. Du hast keinen Beweis dafür, ja? Hab ich doch, warte doch, sei mal ruhig, hör mal zu, guck mal. Du bist überzeugt über dieses Buch, was du da liest, du. Ich beweise dir, dass Jesus mit Mose geredet hat. Du wolltest doch einen Beweis, oder? Ja, aber ich muss die Gewissheit haben, dass dieses Buch die absolute Wahrheit spricht. Ist doch die absolute Wahrheit. Wer kann 3248 Prophezeiungen nachweislich erfüllen? Was ist denn mit Abraham? Hat er auch an Jesus geglaubt, oder was? Ja. Ehrlich? Ja. Aber beweis das doch mal. Warte, jetzt beweise ich dir erstmal das mit dem Dornbusch. Guck jetzt, wer im Dornbusch hat auch an Jesus geglaubt, oder? Noah hat auch an Jesus geglaubt. Noah hat auch an Jesus geglaubt, oder was? Ja, natürlich bist du der Gott von Noah. Und er wusste, dass der Gott später sich in einen Menschen verwandelt wird? Auch Noah, nein, oder? Mein Lieber, du siehst doch, dass die ganze Bibel Prophezeiung hat auf den Messias, mein Lieber. Bruder, und du siehst, dass es einige Stellen gibt, die eindeutig dort. Ich wusste ganz genau, dass ich mit zwei Fragen dich komplett aus dem Rhythmus bringen werde. Ich wusste das. Aus Rhythmus. Ich wusste das. Du 100% wusstest. Das kannst du keinem erzählen. Du kannst nur von mir lernen. Okay, dann gehst du jetzt erstmal raus und dann kommst du gleich wieder rein, wenn du gelernt hast. Weil du bist ein Kind und kannst nicht erwachsen zuhören.
richtig lächerlich. Ein erwachsener Mann, der so redet, ey, das ist unfassbar. Du willst ihm dann Beweise geben, aber der lehnt das ab. Du hast gesagt, ich kann es beweisen, aber der lehnt das ab. So was Komisches. Das ist ja das Problem. Er hat auf einmal gesehen, dass ich diese ganzen Verse in meinem Kopf auswendig kenne. Und da hat er natürlich gesagt, oh Mann, wenn er das jetzt zeigt, da habe ich mich ja vor allen Leuten hier blamiert. Richtig, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Weil derjenige, der mit Mose im Dornbusch spricht, pass auf, wer das ist. Zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Und hier heißt es, Gott sprach zu Mose, also hier im Kontext, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Was sagt Jesus Christus in Johannes 8, Vers 58? Ehe Abraham ward, bin ich. Ich bin. Ja, somit hast du eine schöne Lektion bekommen hier. Schön umsonst. Damit du ein bisschen lernst, wer der Herr Jesus Christus ist. Nämlich der Gott des Alten Testaments. Ja, schade, dass er das nicht Johannes 8, Vers 24. Und diejenigen, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen, werden für alle Ewigkeiten verloren gehen, weil der Herr Jesus Christus nicht für sie bezahlen wird. Guck hier. Da, hier, ab Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wie soll ich dich meinem Volk vorstellen? Geh und sag den Kindern Israels, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name. Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham ward, bin ich. Danke, Cousinus. Ja. Das war's. Hammer. Jesus ist Gott und der Gott der Muslime und der Gott der Menschheit und er wird kommen, um Gericht zu halten über die Lebenden und Toten. Halleluja. So ist das. Merkt euch die Stellen, damit die Münder geschlossen werden. Der Apostel Paulus sagt ja auch, sie bringen verderbliche Irrlehren, deren Mund muss man stopfen. Hast du das gerade mitbekommen, Mariam, dass der Allah einen Hund hat? Ja, ganz kurz, genau. Ein Kelb. Ein Kelb. Ein Welpe. Eine Welpe. Was ist das? Ja. Ist das ein Dobermann-Welpe oder was ist das denn? Ich weiß es nicht so ganz, aber so ein Welpe, ja, habe ich gehört. Richtig, ja. Meinst du, der hat einen Pitbull, Mariam? Pitbull? Also in dieser Zeit damals, was waren so die Hundenrassen? Keine Ahnung. Ja, oder so ein Chihuahua vielleicht, ein kleinen Chihuahua hatte. Chihuahua. Ja. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, gleichfalls. Ich habe da eine Frage und da haben bestimmt viele Zuschauer auch die gleiche Fragen. Wie hast du deinen Gott gefunden? Also wie findet man den Gott? Also wie kommt man darauf, dass man nachher an den Gott glauben kann? Ich zeige dir Jeremia 29, 13. Ich lese dir vor. Damit Gott direkt zu dir spricht. Oder besser gesagt, wie hast du herausgefunden, dass Gott dich erhört? Indem man zu ihm redet und ihn bittet, sich mir zu offenbaren, zu zeigen. Guck mal hier, das ist ein Versprechen von Gott, pass auf. Jeremia Kapitel 29 ab Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick
wenden und euch sammeln aus den Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Aha, siehst du? Der Herr Jesus aus dem Alten Testament gibt dir ein Versprechen. Er sagt, wenn du mich suchst, wenn du mich anrufst, so werde ich mich von dir finden lassen. Das ist ein Versprechen von Gott. Geh heute auf die Knie und sag, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich suche nach dir. Und doch das hast du das nachher herausgefunden. Mit unter anderem, ja, mit unter anderem. Und dann habe ich mich hingesetzt und bin dem Ganzen nachgegangen. Sowohl den Islam auseinandergenommen, als auch die Bibel komplett demontiert und musste alles herausfinden. Okay. Na dann, danke vielmals. Schönen Abend. Mach das heute. Geh auf die Knie und bitte den Herrn Jesus Christus, also bitte einfach Gott neutral, sich dir zu zeigen. Okay, ist gut. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Ciao. Danke, Herr Jesus Christus, für jede einzelne Seele, die hier drin ist. Segne, behüte und beschütze jeden einzelnen Menschen, der hier drin ist, ob es ein Muslim ist oder ob es ein Christ ist oder Atheist, was auch immer. Amen. Immer wieder, Herr Jesus Christus, euch alle segnen, behüten und beschützen, ihr Lieben, euch und eure Familien. Immer wieder, Herr, euch eure Probleme erleichtern und den Weg mit euch gehen, den steinigen Weg. Ja, Amen. Manchmal mag es schwierig erscheinen, aber der Herr Jesus Christus schenkt uns Trost in jeder finsteren Lage. Ne? Ja. Ja, so sieht's aus. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Amen. Guck mal, Next Level, was ich jetzt mit dir mache. Du kriegst auf jeden Fall ein Stummschaltpaket. So verwirrt bin ich nun auch wieder nicht. Das sehe ich noch. Ja, das ist das. Ne? Wenn du keine Ahnung hast, mein Lieber, dann kommst du hin mit deiner Unwissenheit und strahlt sie aus und dann gibt es natürlich einen Knockout vom Feinsten. So wie haben die sagen würden, Knockout! Der Hansi. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt langsam mal Schluss. Wir haben jetzt 10:30, Leute. Und ja, ich denke, heute haben wir schon wieder viel, viel geschafft, viel erreicht. Ja, hast du gut gemacht. Gott segne dich dafür. Ach Gott, segne auch die ganzen Geschwister hier drin und alle, die hier gerade drin sind, ob Muslime, ob Christen, egal. Möge der Herr euch segnen, ihr Lieben. Möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten lassen. Amen. Danke nochmal für die ganzen Geschenke, für die Likes, ihr Lieben. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Und immer für euch da sein. Ne? Und wenn ihr für den Herrn Jesus Christus leidet, so wisset, dann freut euch auch, dass ihr diesen Weg des Leidens gehen müsst und ihn auch dafür preist. Amen. Amen. Okay, Lieben, dann sehen wir uns dann morgen, so Gott will, in alter Frische, wenn Dr. Sheikh Abu Amir wieder unterwegs ist in seinem Herzmobil. Sorry. Ach ja, danke Mariam, dass du da warst. Gott segne auch dich und deine Familie. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Dankeschön, dir auch, mein Lieber. Gottes Segen. Okay. Schlaft schön. Gottes Segen. Schlaft schön, ihr Lieben. Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Danke für alles. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen. Amen. Amen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.